Kraftfreunde, mein Name ist Bruce, das ist eine neue Folge von Was los? Ich bin in Vegas, genau, das sieht man in Las Vegas. Ihr wisst, ich habe Mo Tripp besucht, ich habe ihn begleitet, wir haben eine Was los zusammen gemacht, wir haben ein schönes langes Interview zusammen gemacht auf den Dächern in Hollywood. Ich durfte ihn die ganze Zeit begleiten, bei der Videoproduktion war ich dabei. Das Video ist jetzt schon draußen, wenn ihr das hier seht. Raph ist dabei, Yoshimitsu ist dabei, Jungs. Die beiden Jungs sind auch der Grund, warum ich überhaupt in Las Vegas bin, aber dazu später in den Vlogs mehr. Ich habe Mo Tripp begleitet auf der ganzen Promotour zu seinem neuen Album Mama. Es ist hier wirklich sehr heiß, bekommt die Sonne direkt in mein Auge, deswegen würde ich sagen, ich mache das Intro nicht so lang und sage schöne Grüße aus Las Vegas und viel Spaß mit der Was los Spezialfolge mit Mo Tripp. Let's go! Quereinsteigender. Okay, Dickerchen. Wir müssen uns ziemlich beeilen, weil obwohl wir ein paar Tage schon hier sind, haben wir es doch geschafft, die allerletzte Sekunde Sonne abzuchecken. Was haben wir die ganze Zeit gemacht? Video gedreht noch hier oben auf dem Dach. Mit ja, das habe ich auch gefilmt, also ihr werdet sehen. Ja, sonst viel gechillt, habe ich das Gefühl. Wir waren bei In-N-Out, wir waren auf dem Hollywood Boulevard, haben Sterne gesehen. Sonne ist fast weg, Alter, aber was soll's, ist schön. Ja, ist fast weg, aber wir werden auf jeden Fall noch vielleicht einen Walk machen. Ich habe ja eh genug auch aufgenommen, schöne Sachen. Nice. Ist das Jetlag eigentlich, dass wir so ein bisschen hängen? Bisschen, aber weniger als ich dachte, ehrlich gesagt. Ja, ich schlafe abends ein, wach morgens auf, also alles scheint normal zu sein noch. Ja, also als Künstler, wenn du als Künstler, hat man ja auch so ein Jetlag gar nicht. Du kommst hier. Aber soll ich dir ehrlich sagen, ich glaube einfach, mein normaler Rhythmus ist so spät, dass es jetzt hier einfach normal ist. Hier habe ich keine Probleme. Ich gehe sonst so spät schlafen, aber hier bin ich abends um 12 müde. Ich habe mich scheinbar in die richtige Zeitzone gesnitcht. Aber ich glaube, wenn ich zurückkomme, wird es Probleme geben. Ja, du drehst ja auch wieder ein Video, kann man das schon sagen? Direkt, wenn du zurückkommst, geht es ja direkt wieder weiter, ne? Ist das ein bisschen, ist das eine sehr harte Promophase für dich oder ist es fast normal? Ich meine, gut, du hast jetzt erst ein Album vorher gehabt, wie war das das letzte Mal? Also ist das ein Step weiter? Ich glaube, es ist echt intensiver als letztens beim letzten Album, aber das sagt man ja eigentlich immer. Es fühlt sich natürlich wie harte Arbeit an, abends, wenn ich nach Hause komme, bin ich absolut kaputt. Aber es ist immer noch ein privilegierter Job, also ich möchte nicht tauschen, ehrlich gesagt. Es ist schöne, harte Arbeit. Ja, ja. Man muss es schon betonen. Das ist sehr schön, aber auf jeden Fall, ich komme abends nach Hause und habe müde Beine und bin froh, wenn ich mal auch mal im Bett liege. Ja, das ist cool. Du bist so ein bodenständiger Rapper, du bist bei den Fans immer beliebt, du bist keiner, der super krass polarisiert und so, aber trotzdem jetzt Video in Hollywood so. Wir sind ja, man muss es ja so oft sagen, weil das ist ja fast unglaublich, wir sind nicht einfach in L.A., wir sind in Hollywood. Wie kam diese ganze Sache? Da oben ist diese Hollywood-Zeichen. Wenn man es denn in der Kamera sehen kann, da muss es sein so. Also von der Baum da, der stört, vielleicht sägen wir ihn auch gleich ab so. Ja. No homo, no Greenpeace. Ich gebe zu, ich habe selber diesen Beigeschmack gehabt, wie ich drehe in L.A. ein Video. Die Idee hätte ich von alleine in mir wahrscheinlich nicht entwickelt, aber das ist sehr spontan, dass wir hier sind. Mikis, der Gute, hat das Video directed und er ist hier zufällig und dreht eine Doku über eine Rallye. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber arbeitet hier eh. Ich bin wirklich einfach mit meinem L.A. einfach mitgeflogen. Du hast einfach gesagt, weißt du was, lass uns drehen. Er hat gesagt, guck mal, wir könnten dann und dann in Frankfurt, wir könnten dann und dann in Aachen, ab da wären wir in L.A., da könnten wir auch. Haben wir gesagt, komm, was soll's, gehen wir mit. Ja. So war es wirklich, spontan. Jetzt haben wir das Video gedreht, super nice, natürlich hier die Spots, wo man stehen kann. Sieht einfach schöner aus. So. Wie sind die Spots hier? Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast, filmreif? Ja, die Spots sind absolut filmreif, sogar schon Film erprobt. Wir waren in diesem Terminator-Tunnel. Ja, ja, genau. Ich stand in diesem Man in Black-Tunnel, wo Will Smith an der Decke gefahren ist. Das war schon nice, das zu sehen. Aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, also no hate. Aber Deutschland ist unanfechtbar für mich auf jeden Fall. Die Sonne ist nice, die Palmen auch, aber es ist dreckig. Ich mag nicht diese Plastikmüll im Gebüsch und so, überall. Boah, da kriege ich so, warum ist das so? Das tut mir dann echt wirklich, es tut mir weh, das zu sehen, ein bisschen wie hier. Teilweise irgendwie Fick auf Umwelt gegeben wird. Man kann nicht alle bei einer Kamm stellen, nicht alle, aber viel, Alter. Das haben wir ja vorhin, als wir beim In-N-Out-Burger waren, Pizza Out, das kennen ja jetzt auch einige, da haben wir ja gesprochen, krass, die Amis, die geben einfach einen Fick, was Umwelt angeht, Umweltschutz, Kyoto-Protokoll, fuck it. Die tun der Mama weh, um mal auf dein Album zu kommen. Der Mama. Ist doch die Mama. Und die sagen halt immer, weil ich glaube, ich will dir gar nicht unterstellen, dass die böse sind, sondern ich glaube, die haben das Bewusstsein nicht. Wir in Europa, gerade in Deutschland, wir haben schon ein gutes Bewusstsein, was das angeht, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also im Volk vor allem, in der Wahrnehmung so. Ich glaube, hier ist größerer Motor, ist einfach nice, egal was für ein Cut du hast oder kein. Ja. Hier gibt es, glaube ich, keinen TÜV.
da fängt es an für mich. So. Ja. Die können fahren, was sie wollen. Ich weiß nicht, Alter. Also man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Auch in Deutschland wird es Leute geben, die einen Fick darauf geben. Aber das kollektive Bewusstsein ist, glaube ich, ein bisschen weiter, würde ich sagen. Wie lange haben wir schon grünen Punkt auf dem Müll und so? Gibt's? So ein Zeug, Trennung, dies, das. Wird es wahrscheinlich hier auch rudimentär geben, aber alles in allem ist hier drauf geschissen. So. Hier ist, glaube ich, dieser Fick, den man hier gibt, ist eher auf Ego-Basis. Die haben richtig grünen Daumen, was Ernährung und so angeht. Ja. Hier ist überall Veggie und Fresh. Natürlich gibt es hier auch die Fatburger. Ich habe gestern einen Laden, der hieß Fatburger. Fatburger hieß der Laden. Wie auch immer, hier gibt es auch viele Veggies und du weißt, alles grün und so. Ich glaube, was sie selber angeht, die machen Yoga, essen Erdbeeren und Gurken, aber fahren dann mit einem fetten Jeep in die Berge und werfen den Müll davon einfach in die Berge. Ey, und auch nicht alle, um Gottes Willen. Aber das war mein Eindruck. Und der hat sich ehrlich gesagt noch bestätigt, je mehr ich gesehen habe. So. Ich find das auch krass. Die Amis sind ja laut Statistiken sehr viel gläubiger als bei uns in Deutschland, die Leute. Das merkt man auch. Ja, pass auf. Ich finde krass, wie kannst du so gläubig sein oder so zu tun, als ob du so Gott und Vater, Himmel und so alles. 80% hier sind ja voll straight, glauben an Himmel und Hölle. Mhm. Gerade vor kurzem noch gelesen. Aber dann auf die Umwelt so scheißen. Das passt für mich nicht zusammen so. Steht in der Bibel irgendwas davon? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht bibelfest. So. Ja, guck mal, ich will auch nichts unterstellen, aber diese Leute, die so sind, die halten sich dann auch so genau daran und sagen, okay, das steht nicht drin. Aber ey, Essen das steht da nicht drin. Hier steht auf dem One-Dollar-Schein, steht in God we trust oder vielleicht auf allen. Du merkst es überall, du läufst an Häusern vorbei, die verwahrlost sind, aber da steht Jesus. Also, Jesus, haben wir vorhin gesehen, ja. Das ist tief hier verwurzelt. Finde ich auch erstmal gut, aber man legt es immer so aus, wie man es braucht. Also die Konsequenz, meinte ich, fehlt einfach. Weißt du so, aber das will ich jetzt nicht unterstellen, ist bei uns wieder, genauso. Also solange ich das mache, haben die dann das Gefühl, also ich mache morgens mein Kreuz, lese das Vater unser, dann habe ich meinen Soll für mich erfüllt, was mit den anderen ist, ist mir egal. Das glaube ich auch, wenn überhaupt, dann ist das auf keinen Fall der Sinn von Religion, würde ich sagen. Ja, es ist krass, das haben wir in Deutschland, würde ich sagen, ja fast ähnlich mit Kanakenkids, das ist doch irgendwo dasselbe, Alter. Ich kenne das doch. Kennst du diese Starter-Packs, die da draußen die Leute wissen, was ich meine? Es gibt doch, kennst du diese Starter-Packs-Fotos auf Facebook und so? Kanaken-Starter-Pack? Totschläger? Nein, da ist so Kanaken-Starter-Pack oder Moslem-Starter-Pack, dann ist da so alles, ne? Saufen, das, Koks, Rauch und dann steht da so, aber ich esse kein Schweinefleisch, so. Das ist halt auch inkonsequent, so, aber ich glaube, das ist, weil der Mensch, wir sind nicht konsequent, wir haben zwei Herzen, so. Immer. Beziehungsweise das Herz hat mehrere Facetten, ja, auf jeden Fall. Aber ey, jeder, guck mal, das habe ich gerade so negativ gesagt, jeder muss am Ende auch nur für sich verantwortlich sein. Aber ich finde, wenn man für sich und so weit wie die Arme reichen, sage ich mal, wenn man so weit guckt, dass alles gut ist und das jeder machen würde, dann wäre überall alles gut, weißt du? Also, man kann, schon gesagt. Ja, man kann deine Freiheit geht so weit, wie du es deinen anderen nicht so... Nee, nicht mal. Ich meine gar nicht, rück mir von der Pelle. Im Gegenteil. Nein, ich meinte nur deine Freiheit, was du für dich machst. Ja, was ich meine ist, du musst nicht jetzt für ihn und sie auch noch alles irgendwie vor ihre Haustür kehren. Kehr vor deiner und wenn du kannst, geh einen Schritt. Und wenn alle so einen Schritt, guck mal, wie viele Schritte dann gegangen werden. Wenn jeder Mensch einen Schritt geht, sind es immer noch sehr viele Milliarden Schritte. Verstehst du? Das habe ich von dir, ne? Ja. Das ist schön, das hast du schön gesagt. Ja. Wo hast du das nochmal gesagt? Wir waren ja jetzt Interviewmarathon, war ich dabei, dich irgendwo gefunden. Der ist mir hängen geblieben, der ist cool. Ich weiß auch gar nicht, ich will auch gar nicht lügen, den habe ich wahrscheinlich von irgendeinem Philosophen irgendwo aufgeschnappt oder so. Aber das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Also man muss nicht alles machen. Mach den einen Schritt und wenn jeder ein bisschen macht, ist viel getan, Alter. Dieser eine Schritt auf dem Mond, du weißt. Ob man auf dem Mond weiß, das wissen wir nicht. Wir sind in der Traumfabrik hier. Vielleicht wurde das hier erfunden. Doch, ich weiß nicht. Doch, man war auf. Waren wir auf dem Mond? Ja, Alter. Es gibt aber harte und nicht unseriöse Fakten, die sagen wir mal zumindest. Also diese Wind und so. Also ich zum Beispiel. Ich glaube an einige Verschwörungstheorien. Also für mich sind es keine Verschwörungen, sondern manche sind für mich offensichtlich wahr. Aber ich glaube, wir waren auf dem Mond. Es gibt Mondgestein. Okay, ich habe es noch nie gesehen und untersucht. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich glaube, es gibt Mondgestein. Und was ist mit diesem Wind? Digga, die Russen hätten längst gesagt, Digga, ihr wart nicht auf dem Mond. Aber wir waren auf dem Mond. Aber die sind doch die das auch am meisten sagen. Ach, meinst du, die waren gar nicht auf dem Mond? Weiß ich nicht. Aber, ich würde sagen, pass auf, weißt du, was ich immer dazu sage? Also ich sage immer, egal ob die waren oder nicht. Schatzi, das hat gar nicht geholfen, weil das Ding hat 180 Grad. So. Aber ist kein Problem, ich sag's dir nur. Was ich wollte sagen? Das hat 180 Grad. Nein, ich wollte sagen, egal, auch wenn rauskommt, dass die das gefaked haben, ne? Ja. Ich sag immer,
die Amis sind so krass, selbst wenn rauskommt, dass es gefaked die wurde, der Menschheit glaubt immer die glauben das und es würde mich nicht wundern. Die ja, haben schon so viel Dicke, die haben doch schon viel schlimmere Sachen ja, gemacht. Als nein. Das habe ich aber nicht gesagt. 9-11 sage ich nicht. Nein, das sage ich nicht. Wir sind hier in Hollywood, hier muss alles Patriotismus. Die waren auf dem Mond, 9-11 war trotzdem von denen, vielleicht, weiß man nicht. Weiß man alles nicht, aber wenn es rauskommt, wäre es einfach, das ist ja das Blöde, wenn es rauskommt, dann würden alle auch nur noch so machen. Ja, okay, ist wie bei den Mass Destruction Weapons, die sie in Irak niemals gefunden haben, so, weißt du? Aber ey, selbst wenn das so rauskommt, das Traurige ist doch eher, dass es keinen juckt, Alter. Ja, nicht, dass es dann so ist. Das ist doch genauso wie, Das mit den keinen jucken ist krass, aber dich juckt einiges. Ja. Aber es wäre doch, das Leben wäre trotzdem auch leichter, wenn es mich nicht jucken würde. Ich verstehe schon, warum es die Leute nicht juckt, weil was ändern kann ich jetzt nicht sofort. Also ich kann jetzt nicht irgendwelche Hebel bewegen, dass die Welt schöner wird. So, wüsste auch nicht wie, ich bin auch nicht irgendwie der Messias und weiß, wie wir das machen sollen. Aber mich juckt auf jeden Fall. Mir tut das Herz weh, wenn ich hier durch die... Mein Manager war hier die Tage, fährt mit einer Corvette hier rum. Ist auch über nice, ist auch irgendwie der Lifestyle hier. Aber dann siehst du... Fährst du durch eine Straße, da sind nur Penner. Ja. Natürlich tut mir das Herz weh, auf jeden Fall. Ich gebe einen Fick. Also, kennst du dieses. Was ist okay, lass uns das mal kurz klären. I give a fuck oder I don't give a fuck? Was ist schlimmer? Ja, darüber habe ich schon mal nachgedacht. Ich gebe einen Fick oder ich gebe keinen Fick, ne? Ich meine, das ist ja positiv. Ich gebe einen Fick. I give a fuck about that. Also, ich kümmere mich darum, weißt du? Und I don't give a. Nee, aber I don't give a fuck ist mir ist egal. Meinst du, das ist beides nicht negativ? Ich weiß nicht. Ja, deswegen frage ich sogar, warum gibt es beides? Fuck it. Auf jeden Fall tut mir das Herz. Ich habe gedacht, es ist schlimmer, wenn man sagt, ich gebe keinen Fick. Ja, nee, ich gebe nicht mal einen Fick da drauf. Aber du hast es gestern, wo wir in dieser Straße waren, wo so viele Penner waren, hast du es wirklich gut beschrieben. Du hast was Schönes gesagt. Du hast gesagt, die Leute sehen aus, man sieht es, dass die nicht seit ein paar Wochen hier auf der Straße sind, sondern das sind Leute, die 20 und mehr Jahre, weil da sieht man an Kleidung, an, die haben sich schon so, eine, so ein Ding aufgebaut, so, so zeltartig. Ein Gebiet, so. Da war so. Mit eine Straße nach den krassen Studios, das. Ich schwöre es dir. Was ist das für ein was ist das? Da, wo viel Sonne scheint, ist auch viel Schatten, ne? Sehr schön gesagt, da, wo viel Geld ist, müssen Leute sein, die keins haben, weil die anderen haben das alles, ja. So, und das siehst du so krass. Aber wenigstens, man hatte das Gefühl, das hat mich wiederum ein bisschen gefreut, die waren irgendwie eine Gemeinschaft. Da waren wirklich 50 bis 100 von denen mit Zelten. Das, alle, das kann so man in Deutschland sich gar nicht vorstellen. Ja, das war ein komischer Anblick. Alle Läden waren geschlossen. Ja. Langfristig scheinbar. So Detroit habe ich mir so irgendwie vorgestellt. Da hört man da ist so, da alle ziehen weg. Keine Ahnung, Alter. Richtig unschön, ehrlich gesagt. Du siehst dann nämlich die Corvettes und die Porsches und die Silikon-Bitches und dann siehst du das. Ja, ich muss auch sagen, für die Zuschauer muss ich das einmal sagen, ich habe das nicht gefilmt, nicht so oft, aber du hast tatsächlich fast bei jedem Penner hast du immer noch was rausgeholt und meistens hast du immer gefragt, wollt ihr was rauchen, hast du einen Kippen gegeben. Und dann haben wir darüber gesprochen. Es ist schon ein ungutes Gefühl, wir setzen uns in einem Outburger, holen uns Refill Cola und direkt auf der anderen Straßenseite ist einer am Abkacken. So. Das ist halt, wir kennen das nicht so aus Deutschland. Aber ich schätze, wenn man hier lebt, vielleicht nach ein paar Jährchen, gewöhnst du dich voll daran, dann gibst du vielleicht auch nichts mehr. Ich kenne das A schon von Deutschland. Sogar, man hat das Gefühl, eine Industrie ist das. Alter, in Bayern, steig mal in München am Hauptbahnhof aus, lauf mal rum. Aber das ist da nicht kommt so die Erste, die tut das Herz weh, du gibst ihr, ich schwöre es dir, 10 in der Minute. Das ist eine Industrie, die da läuft auch. Also da muss man irgendwie unterscheiden. Digga, hier ist es, glaube ich, die kommen alle hier hin mit Träumen. Die platzen wahrscheinlich in 99% der Fälle, Alter. Vielleicht bleiben 50 von denen hier und haben einfach nichts. Du siehst, das sind irgendwie normale Menschen. Der hat noch was Schickes an oder so. Denkst, der hat doch Nike-Schuhe an, so, weißt du? Hat aber kein Wasser oder so. Und dann, das mit den Kippen war ehrlich gesagt nur, weil wir eben Kippen im Auto einfach hatten. Und man kann natürlich auch irgendwann merkt man, scheiße, Alter, wenn ich allen die Dollars gebe, ich schwör's dir, ich hab gleich kein Geld mehr dabei. Weil die hören nicht auf, Digga. An jeder Ecke steht jemand und scheint es auch wirklich zu brauchen, Alter. Der eine sitzt da ohne Bein, 80 Jahre alt. Natürlich gebe ich irgendwas. Irgendwie eine Kippe ist ja irgendwie auch erstmal was Schlechtes, aber die freuen sich, Digga. Wenn du den Aufmerksamkeit gibst, die bedanken sich auch echt krass. Also anders, als ich das aus Deutschland kenne. So, die gucken dich 10 Sekunden lang und bedanken sich richtig intensiv, Alter. Ja, das ist extrem, Mann. Keine Ahnung, ich habe damit, glaube ich, jetzt auch keinen großen Gefallen getan, mit den Kippen höchstens sein Leben verkürzt, aber... Ach geht, du hast denen schon ein paar Minuten Freude gegeben, auch indem du hast dich auch immer so noch ein paar Worte unterhalten. Was würdest du sagen, wir sind ja jetzt wirklich sehr kurz nur hier,
Was würdest du sagen, abgesehen von den Dingen, die wir gesprochen haben, zwei, drei Sachen, wo du sagst, das ist mir extrem sofort aufgefallen, so das ist mir ins Auge gegangen, so, also, oder ans Herz gegangen, oder, weißt du so, was würdest du sagen, was fällt dir ein, vielleicht so eine Bucketlist? Tatsächlich, was wir gerade besprochen haben, also ja. Dass mich das Ganze hier mehr an Libanon als an Deutschland erinnert. Ja, ja. So. Dass man denkt, reichste Land der Welt und so, ist aber nicht so. Sieht man zumindest nicht an jeder Ecke, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Aber ich will es auch nicht schlecht reden. Also mir ist auch ehrlich gesagt die lockere Atmosphäre, weil wir haben am ersten Tag einen ganz katastrophalen, also nicht ganz katastrophalen, aber einen Autounfall gehabt, wo ganz klar die Polizei sonst... Sorry, wolltest du mir eigentlich noch erzählen? Hast ja. du mir gar nicht, kannst du exklusiv vor der Kamera erzählen? Nur so Eckfall, nur so Hashtag. Ja, ja, Autounfall. Ja. Zwei Autos zerstört, ja. statt nur eins, also unseres ja. und noch zwei. Ja. Was heißt zerstört? Die Autos sind auch noch aus Plastik, wir konnten den Unfall mit einem Handtuch beseitigen. Wir haben einfach die Beulen weggewischt, okay. Alter. Echt? Digga, das sind Plastikautos hier, aber wir machen welche kaputt. Wir denken, fuck, jetzt kommen Cops ja. und was weiß ich. Digga, der erste haut ab, die zweite sagt, ey, ich hab's unglaublich eilig, oh, wir haben heute Termin mit Deutschen, ist das nicht lustig? Ah. Und sagt, ey, hier ist meine Nummer, call mich, wenn was ist und fährt. Wir stehen da, haben Autos kaputt und denken, okay, nur wir haben ihre Nummer, die wollten nichts. Du hast mir dann gesagt, ey, oder nee, das war dein Cousin. Ja. Er meinte, Dicker, weißt du, warum die abgehauen sind übrigens? Die sind nicht versichert wahrscheinlich. Ja, die Ärger. Wenn die Cops kommen, sind die, egal wer schuld war, gefickt. Let's go, Alter. Ja, ja, ja. Viele fahren hier so rum. Ja, und nicht, kein Healthcare, kein Autocare. Also der erste, sage ich dir, der war nicht versichert. Der war sofort weg. Sein Auto war geschrottet, der war auf keinen Fall schuld. Er ist einfach abgehauen. Ja, ja. Und dann rufst du bei Car Rental an. Anstatt, du weißt doch, in Deutschland würden die sagen, okay, kommen Sie jetzt sofort zum Dings und wir müssen checken. Ich sag, oh Sir, sorry that you had a bad day with our car and we hope you had a better, have a better time now with our car. Und ihnen geht's hier nur um Service und das sind die Cops. Das sind die Cops, ja. Alles sehr entspannt. Die sagen, kommt 10 Minuten vorher, bevor ihr abreist, alles gut. Also das schon auch, die Mentalität ist hier der Sonne entsprechend. Ja, ich find krass, gerade wo so ein Polizeihubschrauber hier vorbeifährt, über uns, fährt, und ne? Du weißt schon, fährt und ja, so, ja. Auf dem ETA fährt. Ja. Auf jeden Fall, hier haben wir ja eine Sicht auf die Autos und so, und ich muss sagen, ich kann irgendwie amerikanische Polizisten nicht ernst nehmen. So. Die sehen aus wie Spielzeuge. Und deren Geld sieht auch unecht aus. Ja, so, ne? Alter. Und man kommt mit dem. Erzähl das mal, das hast du gestern auch gesagt mit dem Geld. Dass man damit nicht klarkommt, weil das immer so gleich aussieht. Weißt sie, ja, alle sind gleich groß, aber die lachen ja bei unseres, genau. Weil das bunt ist. Du sagst ja diese Monopoly-Geld und so. Ja, Digga, die Euros sehen auf jeden Fall seriöser aus. Ich musste auf jeden Fall beim Zahlen einmal gucken. Was ist ein 20, was ist ein Dollar? Es ist genau gleich. Weggeben, ja, aus Versehen, genau, das sieht gleich aus. Das Schöne ist, die passen halt alle in eine Geldklammer, ist natürlich nice. Da ist wieder der Ami so, Plan statt, Plan Geld. Man muss auch sagen, dieser Schein an sich, ich verstehe zwar nicht, ob die das mit diesem Dreieck, ob die das wirklich ernst meinen, dass es einfach auf dem Schein ist. Aber also, wie ernst die das meinen, aber das sieht aus wie ein Kunstwerk, das muss man auch sagen. Ja, also das sieht richtig schön aus, schon. Hat auch diesen, weil wir es aus Filmen kennen und so, es hat diesen, diesen gewissen Charakter. Aber ich finde schon bei uns besser, die Ordnung, ich mag das. Alles ist genormt, alles ist gedient, Alter. Dieses Dean, weißt du schon? Dean, ne? Dean. Ich mag das, Alter. Da bin ich sehr, sehr deutsch, Gott sei Dank, Alter. Dean auf jeden Fall. Dean. Ey, sag mal, ich war ja jetzt mit dir Dean-mäßig unterwegs, auf der Promo-Phase so ein bisschen. In Berlin waren wir unterwegs. Dann habe ich dich sogar nach Köln noch begleitet. Ja. Ich habe dich das auf der Tour gefragt, aber jetzt auch nochmal für die Was-Los-Sendung. Wenn ein Rapper jetzt, sagen wir ein erfolgreicher, ich würde schon sagen, du bist ein erfolgreicher Rapper, so, und du bist unterwegs, du machst deine Promotour, welche Fragen sind immer die, wo du dich freust, und vielleicht welche Fragen haben sich sehr häufig wiederholt? Welche Frage zum Beispiel ist dir hängen geblieben? Da haben wir mal im Auto drüber gesprochen. Welche Frage hat sich super häufig wiederholt? Witzigerweise, ohne dich zu dissen, diese Frage. Ja. Also viele fragen, welche Fragen nerven. Ja, krass. Ja, echt jetzt, krass. Ja. Das fragen viele, weil scheinbar alle Kollegen das Gefühl haben... Dass die anderen dasselbe fragen würden. Ja, aber deswegen, jeder fragt mich auf jeden Fall, und wie waren die Fragen? Ja. Aber warum warst du 3 Jahre weg? Ich war halt nicht weg, ich war halt nicht vor der Kamera bei denen, aber dieses halt... was in der Zwischenzeit passiert ist, aber ist ja selbstverständlich, dass es gefragt wird. Aber ich war erstaunt. Viele haben sich aus diesem Mama-Spektrum irgendwie was rausgesucht und dann was Spezielles gemacht. Ja. Der eine von den Kollegen von Red Bull hat einfach mir Mama-Songs vorgespielt und darüber geredet. Der andere hat gar nicht über Rap-Sachen, sondern Privat-Sachen gefragt. So. Es war schon erschreckend gut.
Erschreckend gut. Hast du ich habe selber damit gerechnet, ehrlich gesagt. Dass es, alle werden nur fragen, wo warst du und okay, warum jetzt 3 Jahre, was gedacht? Bevor die Promo losging, hattest du dir da im Kopf schon, legt man sich im Kopf so ein paar Antworten, so quasi nur in Text? Wenn man schlau ist, ja bestimmt, aber ich schwöre, habe ich nicht. Ich wusste ja auch nicht, was gefragt wurde. Diese 3 Jahre, natürlich habe ich meine Antworten, weil ich ja weiß, was passiert ist. Aber ne, ich wusste ja natürlich nicht, worum es im Endeffekt genau geht. Ich mache das auch wie Bruce Lee, Be Water. Be Water, my friend. Passt dich der Frage an und reagiere auf die Frage. Und das ist auch sonst langweilig, Alter. Das wäre da genauso schrecklich, wie wenn ihr mich alle dasselbe fragt, wenn ich immer dasselbe antworte. Aber das kommt total häufig vor. Aber ich denke mal, das ist auch manchmal notwendig, weil einfach nicht jeder guckt, was los. Und die eins live gucken, die kennen mich gar nicht und andersrum und so weiter. Und ich fand, apropos, das habe ich dir ja auch da gesagt in Köln, die von eins live, die gar nicht aus unserem Kosmos kommt, die hat noch fast das schönste Interview gemacht. Ne? Genau deswegen doch, weil sie nicht weiß, was die anderen fragen werden. Sie hat einfach kurz angesehen und die Fragen gefragt. Die hat dich nicht gefragt, warum ist denn Haftbefehl auf dem Track, Mama, so, weil der ist doch harter Rapper. Ja. Das hat die gar nicht gefragt. Die hat dich nur so wie ein, das klingt jetzt dämlich, aber wie ein Künstler hat die dich wahrgenommen. Ne? So, weil wir im Rap-Business, wir nehmen uns auch manchmal als Sportler wahr. So, ne? So, weißt du? Ehrlich gesagt sind wir fast selber schuld daran. Ja, wir haben dieses Leistungsprinzip. Genau. Der war schneller. Der hat schneller die Millionen verkauft. Genau. Alles ist so ist der messbar. Platin erste Woche, das ist total Kunst wichtig. Kunst ist nicht messbar, Digga. Kunst ist überhaupt nicht messbar, auf jeden Fall. Aber ganz kurz noch zu diesen verschiedenen Antworten, verschiedene Fragen. Wenn du fragst, was ist deine Lieblingsfarbe? Und ich sag dir die Lieblingsfarbe und dann fragt der andere. Also in manchen Dingen muss man sich ja auch zwang, sonst wird man ja anfangen zu lügen. Weißt du, also es kommt halt vor, dass man sich wiederholt, aber wie du schon sagst, auch so fame du auch bist jetzt mit 101.000 Facebook-Likes, nicht jeder guckt alles, Alter. Es ist auch wichtig, dass man auch den verschiedenen Audiences, also den verschiedenen Leuten, ich bin mir ganz sicher, dass einfach voll viele, den Hip-Hop-Kosmos-Bereich, was wir jetzt an Rap-Interviews machen, so ob du mit mir oder mit den Leuten, dass die das gar nicht gucken, sondern das sind mehr Radiohörer, dann ist der eine mehr Fernsehen. Wie sieht es denn fernsehtechnisch aus? Bist du da auch demnächst mal hier? Keine Ahnung, Kollegen aus der Rap-Szene sind ja Farid, Kollega, Bushido, Flair, die sind ja alle bei Rap auch manchmal. Müsste doch eigentlich auch schon laufen. Das Fame her sowieso. Ob der dich jetzt mag oder nicht, Fame. Ich weiß gar nicht, ob man das kauft oder eingeladen wird, keine Ahnung. Das sind Sachen, über die ich jetzt tatsächlich nicht nachdenke. Aber was sind denn da so Fernsehtermine? Steht sowas an? Ich habe ein paar Anfragen tatsächlich, weil ich ein paar Kontakte zum Fernsehen habe. Ich kenne bei manchen Sendern manche Leute und da wird ab und zu mal was angefragt. Ehrlich gesagt, nur wenn es passt, nur wenn es mit Musik zu tun hat und ich gerade Lust darauf habe. Aber wenn du gerade kurz beim Fernsehen bist, bei Cover My Song wurde mir zum Beispiel gesagt, mach diese auf keinen Fall. Das stimmt. Du verlierst dein Gesicht. Und dann hast du den besten Track gemacht. Was heißt den besten Track? Danke. Doch, du hast den Track, den man sich anhört, den am besten zum Anhören, das war deiner. Und das war Glück auch, das weiß ich. Natürlich, du hast es voll drauf. Aber, Dicker, das war Glück. Hättest du jetzt einen anderen bekommen, den Scheiß-Sample, dann... Darf ich dir bitte sagen, darauf war ich auf jeden Fall nicht hinaus. Ich fand auch, andere haben gute Tracks gemacht da. Zum Beispiel Joker Music, ich grüße dich. Aber, geile Backgrounds. Da ist auch dieser Rap-Film auch komisch. Also, weißt du, natürlich wollen alle dahin. Natürlich würde ich auch mal bei Raab sitzen, habe ich nichts gegen, aber... Irgendwie haben wir diesen Komplex, nein, mach das nicht und so. Alle haben gesagt, mach das nicht, das wird schlecht. Das war auf jeden Fall eine der besten Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich glaube aber, RTL 2 ist das Ding, was die Leute gesagt haben, mach das nicht, oder? Es war sogar Vox. Ja? Vox. Ist das nicht... Ja, gut. Ich hab das Gefühl gehabt, hätte man jetzt gesagt... Ja, okay, du hast schon recht, ich hätte jetzt gesagt... Ich habe auch nichts gegen RTL 2, Digga. Nee, aber die haben halt... RTL 2 ist halt mainstreamig, ist halt mit einem Lebencharakter immer so ein bisschen Frauentausch und so. Ja. Und wenn du sagst, ich moderiere bei RTL 2 eine Show, egal ob der Inhalt cool ist, würde ich vielleicht eher sagen, Digga, bist du sicher mit deinem Fame so? Also mit deiner Art von Bekanntheit. Aber wenn du sagen würdest, Rules, ich bin bei ZDF Neo eingeladen, dann würde ich blind sagen, yo. So, also das ist so das Gefühl. Also erstens gibt es 2, 3 Formate, da würde ich einfach hingehen, weil die es voll verdient haben. Gerade dein genanntes ZDF Neo, auch Halligalli, ich schwöre es dir, die bringen Rap von einer anderen Seite, ehrlich gesagt. Ja, Zirkus Halligalli auf jeden Fall. Ganz selbstverständlich nämlich und das feiere ich. Und das ist ganz normal, jetzt rappt ein Rapper hier, Alter. Natürlich rappt jetzt hier ein Rapper und nicht so, oh, yo, gleich rappt hier ein Rapper. Ich liebe die Jungs dafür, Alter. Und das ist, selbst bei Raab ist es leider manchmal so. Ich feiere ihn und er hat eine Macht, wahrscheinlich... Die ist nicht zu vergleichen mit anderen, aber ey. Der kommt immer mit demselben. Und habt ihr Beef?
Habt ihr Beef? Und es gibt einen anderen, dessen Namen ich schon zu oft gesagt habe, deswegen sage ich es heute nicht mehr, Alter. Mal sehen, ob ich drauf komme, wer es ist. Yo, yo, ihr macht also diese Rap. Yo, yo. Markus Lanz. Ja, Digga. Gangzeichen, wegen dem habe ich Gangzeichen erfunden. Natürlich. Yo, nochmal Gangzeichen, damit ihr auch wisst, dass es Rap ist, weißt du so. Also, es ist peinlich, ehrlich gesagt. In vielen Mega peinlich. In der Uni wurde ich auch so begrüßt, weil die Leute haben irgendwie mitgekriegt, hat mit Hip-Hop zu tun. Dann kamen so irgendwelche, ey, Ruse. Was für Ruse, Alter! Es ist auf keinen Fall peinlich, Rapper zu sein, das wollte ich nicht sagen. Es ist peinlich, wie die Leute damit umgehen. So, dass ich da gar nicht dahin will und dann dazwischen sitzen wir und sagen, so, ja, danke, Alter, das wäre gar nicht mein. Und von daher, das haben wir vorhin auf der Boulevard gehabt, von daher muss ich sagen, ist es schon geil, in Amerika zu sein, weil die Kunst, oh ja, die Rap ist, oh ja, hier 1A, eine Kunst hier. Absolut. Keiner, ich rap, was machst du so für dein Money? Ich rap, oh. Okay, ja, so ist es. Könntest genau sagen, ich bin Dachdecker. Ich bin Dachdecker, ich bin, ja, ich bin Maler. Ja. Und vorhin hat uns ja einer so seine CD noch gegeben. Ich bin Rapper, ich, ja, mach meinen Money hier. Ja. Das ist halt anders angesehen, ne? Wünschst du das auch in Deutschland so ein bisschen mehr? Natürlich, auf jeden Fall. Wir sind auch auf dem Weg dahin, glaube ich. So langsam, aber, ja, ganz langsam, aber sicher, glaube ich. Sind wir auf dem Weg dahin. Deutschland braucht eh immer für alles ein bisschen mehr, ey. Nee, aber findest du nicht, wir sind jetzt auf dem Weg? Guck mal, findest du sowas wie Neo oder Halligalli gab es vorher? Dass, ja, jemand ganz normal als Act-Rapper gezeigt hat, wo es ganz selbstverständlich war, wo die offensichtlich sogar ein bisschen Fan von der Kultur waren. Ich muss auch sagen, sprichst du Jan Böhmermann gerade an? Wegen, genau, dieser und auch Joko und Klaas. Genau. Also bei Jan muss ich sagen, man merkt schon, dass er seit Jahren selber auch Rap gehört hat und auch weiß, was er da macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Szene von ihm eher verhöhnt wird. Im Gegenteil. Sondern bei ihm merkt man sogar, er weiß, dass anderen das verhöhnen, ja, und er zeigt, genau, denen das, aber wie man das charmant. Er macht es halt schon auch witzig und er macht sich lustig über Flair, dies, das, aber ich habe das Gefühl, er hat sich damit auseinandergesetzt. Absolut, so. Absolut. Und auch diese Hommage, diese zusammen. Das habe ich nicht gesehen. Also der hat, Jimmy Fallon hat mal vor 1-2 Jahren sowas mit Justin Timberlake gemacht, The Way of Hip-Hop oder Hip-Hop, dies, das. Ja. Ist auch sehr schön. Und dann hat er das hier so auf Deutsch gemacht, so. Einfach Best of von back in the days bis jetzt und so. Immer eine Zeile und so. Und ich fand das richtig cool gemacht, so. Ich hab's leider nur nicht gesehen, aber ich hab's recognized, dass es das gibt. Und, ja, ich find's cool, dass mittlerweile Leute im Fernsehen aktiv sind, die es verstanden haben, meiner Meinung nach. Ja, das ist ja, es war schon immer klar, wenn man nach Amerika blickt, Hip-Hop ist das neue Rock'n'Roll und das ist nicht aufzuhalten. Aber nur bei uns, du selbst, guck mal, die Radiostationen, Mann, ey. Ja, weißt du, ich wünschte mir auch mehr Motrip im Radio oder auch mehr deine Kollegen, ja, da, weißt du, aber... Das ist schade, Alter. Das ist schade. Ich glaube sogar, die Hörer, dafür gibt es absolut mittlerweile. Ohne Ende, ja. Mir wurde vor kurzem erklärt, dass es bis heute noch echt oldschool läuft im Radio und Leute befragt werden, na, wie fandet ihr das und wie fandet ihr das Programm und die Songs, denen es lieber, dass allen alles egal ist, wenn 80 Leute von 100 sagen, ja, war okay und nur 20 sagen, ja, war nicht mein Lieblingssong, aber ist okay. Ja, ja, ja. Dann nehmen die das, wenn 60 sagen super und 40 scheiße, nehmen die es nicht, verstehst du? Also die wollen nicht, keiner soll abschalten, Digga. Also ich bin gar kein Experte, so, ja, wurde es mir mal erklärt. Hart, das würde aber aufgehen, so. Ich kann mir vorstellen, dass einige an so, Rap, das gibt's ja schon noch und wahrscheinlich ist es irgendwie eine Hürde, aber selbst das öffnet sich ja. Das ist, glaube ich, eine Strategie. Ich glaube, es gibt Radiosendungen, die fahren diese Strategie, bin ich mir ganz sicher. Also Mainstream, zum Beispiel ich bei Was Los, fahre genau das Gegenteil. Ich mache mein Ding 100%. Und wenn es ankommt, dann ist auch Liebe da. Ja. Und wenn es nicht ankommt, es gibt andere, muss man ausbauen, können sich was anderes angucken. Ja. Und ich glaube, in Berlin zum Beispiel, wir waren ja jetzt oft zusammen in Berlin, die haben es so gut, ey. Ich komme aus NRW, radiotechnisch. Also, so, da läuft Hip-Hop. Da läuft eine Menge Hip-Hop, verschiedene, ja, Sender. Das ist bei uns in NRW, gibt's das aber echt nicht. Das ist so scheiße, in L.A. ins Auto, ja, das, Digga, ist mir noch aufgehört. Ja. Das muss ich mal Props geben. Ja. Mach Radio an, Digga, und du hast die beste Zeit. Musik, die du haben willst, bei bestem Wetter. Also, ja, das stimmt. Ich muss sagen, einmal habe ich mich schlecht gefühlt, so ein bisschen komisches Gefühl. Warum? Wir saßen noch, wir waren zusammen mit Aschil, waren wir im Auto. Und er macht so an und er sagt so, also ich zitiere nur, weißt du? All these niggas and all these hoes. Und ja, und direkt neben uns die Schwarze. Digga, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Die verstehen doch hier alles, ja, ganz, das ist ja ganz normale Sprache für die. Was sind das für Songs? Erstmal merkt man ich dann. Ich wusste nicht, wie wir... Guckt ihr uns an, ist das scheiße, sowas ausmachen? Du siehst, ich hab wirklich viele White Boys gesehen, die absolut Black Music gehört haben. Und feier ich auch tot, dass das so hier ist. Ja, krass. Ich glaube, die hatten fast mehr ein Problem damit, als wir Ja Rule gehört haben hier in L.A. Und der sagt, nigga, I'm from New York. Ja. Und dann direkt so, Schwarze, was? Was ist Coast? Was ist Coast? Aber... ja, ich glaube, selbst das ist nicht mehr so, oder? Ist das in Amerika auch wie Deutschland? Nein. Es geht nicht mehr um die Stadt, aus der du kommst. Ich glaube, Das hast du sehr gut gesagt. Es ist ja in Deutschland schon gar nicht mehr so, ne? Ja, viel weniger. Viel weniger. Guck mal, vorhin haben wir Raff getroffen. Es ist
Es ist, wenn du mal darüber nachdenkst, wo kommt eigentlich her und so, dann merkst du, das ist eigentlich egal. Ja, der nimmt da auf. Ja, aber er repräsentiert jetzt nicht ja. so Wien. Ja, yo, Wien. Wie Agro Berlin oder Hamburg, Hamburger Schule und so. Das ist vorbei ein bisschen. Ist aber auch gut so, Alter. Was geschuldet? Warum? Warum ist das so? Die Zeit, das Internet. Wir leben im Internet. Stimmt. Jeder ist überall. Mäßig. Jeder ist überall und Hollywood ist ja. Hollywood baut ja auch ab. Ja. Die bauen die Studios ab. Die drehen ja auch nicht mehr alle ihre Filme hier in Dings. Die drehen dann irgendwo auf keine Ahnung wo. Aber wer hat das erzählt? Hast du das erzählt, dass alle wegziehen? Santa Barbara ist das neue Hollywood und so? Ich will jetzt nicht 100% Santa Barbara sagen, aber der Shuttle-Typ, der mich gebracht hat, der hat ein, zwei Stadtteile hier genannt oder Städte genannt. Wo die gerade alle hin. Genau, der sagte, dass Hollywood, das ist vorbei, sagte, die Studios ziehen weiter. Ich weiß nicht, ob das steuerliche Gründe hat oder whatever. Aber bitte erzähl diese. Ja. Diese Hollywood-Zeichen, so, die wollten das abreißen und so. Warum? Ja, ich meine, vielleicht wissen das einige. Ich habe eine Doku darüber gesehen, dass schon vor mehreren Jahren die Hollywood, diese Schrift da oben, schon längst weg sollte, weil die Stadt sich das nicht leisten kann, jeden Tag einer das dass es einer sauber macht, sich drum kümmert und so. Ja, okay. Und dann haben die noch, glaube ich, Harrison Ford oder andere Schauspieler gefragt und die haben, glaube ich, einen Fonds zusammen gemacht. Das muss man mal googeln, aber so etwas war das. Können wir uns nicht vorstellen. Wie kann das sein? Du denkst, Hollywood, Digga. Du denkst, Leute reißen sich darum, dass sie das wischen dürfen, umsonst. Sicher, der Name dieser Stadtteil, dieses Stadtteil ist so beliebt und bekannt, ja. dass es Bollywood ist ja danach benannt und ja, so, weißt ja, du? Ja. Aber wenn man ehrlich ist, wird der Fleck hier der Sache aber irgendwie nicht gerecht, nein. oder? Ey, sei mal ganz ehrlich, wir waren auf Walk of Fame und wir haben beide gedacht, Walk of Shame, Alter. Ja, ich habe ja noch so gesagt, wann sind wir da? Und du sagst, du stehst gerade drauf und ich so... Really, ja, Manuel, das ist gesagt, immer, Duisburg mit Sternen. Ich glaube, der Manuel hat mir das mal gesagt, der ist genau wie Duisburg, nur dann sind auf einmal Sterne. So, ich schwöre. Leider. Einfach groß, leider. Industriell und dann sind einfach Sterne. Und man meinst du, die suchen uns, weil wir gesagt haben, wir sind privat hier, aber... Ja, die sehen diese Arbeit. Habt ihr diese Visum? Habt ihr diese Arbeitsvisum? Digga, wir haben Arbeitsvisum, I swear, Digga! Passiert dir den ganzen Tag. Ich glaube, die filmen einfach die Stadt, Digga. Diese kennst du bei YouTube, die verfolgen einen und so, dann haben die ihn und so. Aber das wäre schon nice, sowas zu sehen, Alter. Auch. Guck mal da, CNN auch noch so, original, einfach so. Da auch, Capitol Records, sieht man leider nicht, auch historisch. Die Knickerbockers und wenn man es kennt, die sind hier, also zum Sehen hier, alle Marken, die man kennt. Das sind die, glaube ich, weltberühmten Hollywood-Hills, ne? Eben noch. Ist es denn da so teuer zu wohnen? Weiß das einer? Oder ist das nicht mehr so? Ich wette schon. Du warst doch noch vorgestern in Malibu, hast du noch jemanden besucht, einen Freund von dir? Und richtig krass. Malibu ist unglaublich teuer. Und das glaubst du nicht, wie es da aussieht. Also, nice, du bist direkt am Strand, aber das sind Holzhütten für mehrere Millionen Euro. Oder du siehst die, du denkst, okay, die stehen auch seit den 60ern da. Du bezahlst auch ein bisschen diesen Charme und diese... Ja, man zahlt ja immer auf den Spot natürlich. Ey, aber... sehr teuer und es war natürlich sehr, sehr schön, aber am Ende waren es Holzhütten am Strand für mehrere Millionen Euro, Alter. Man bezahlt fast nur für den Spot. Aber wir haben gut Fisch gegessen, also es war wunderschön, ehrlich gesagt, in Malibu. Also das muss ich sagen. Hat dein Freund da ein Haus oder mietet der was? Ne, er hat eine Mietswohnung, also er mietet da eine Wohnung. Warum ist das nicht mein Freund? Es gibt aber einen Track, der liegt dir extrem am Herzen, hast du mir gesagt, der ist so ein bisschen untypisch Motrip vielleicht. Dazu soll es auch ein Video geben, aber du willst noch nicht verraten, welcher. Aber kannst du denn dazu irgendwas sagen? Also wird in Berlin gedreht? Ich kann erstmal sagen, absolut nicht untypisch Motrip, sondern für mich ganz normal, ganz normal. Okay. Nur wenn man, sorry, wenn ich das so sage, wenn man ein bisschen unter Beschränktheit, kann ich verstehen, dass man sagt, wenn man es erstmal auf das reduziert, was man nur hört, kann ich verstehen, wenn man erstmal zumacht oder sagt, hey, aber ehrlich gesagt, wer zuhört oder wer hinhört, ganz normales Lied. Das war eigentlich die nächste Single, sage ich ehrlich, und ich habe spontan das einfach zwischengefühlt. Weil, guck mal, ich mache nicht gerne diese Werbeposts und komm, wir gehen Minigolf spielen und lästern dabei über andere. Ich mache einfach das und wenn ich was raushaue, dann ist es Musik. Ich habe Bock, noch ein Video rauszuhauen, das machen wir jetzt. Wir drehen ein sehr krasses Video zu noch einem Song, den ich mir gewünscht habe. Und, kann man sagen, mit wem? Darf man das sagen? Ich glaube, der ist schon ein Begriff, der Kollege. Kann man vielleicht sagen, sag es. Daniel Harder, der auch schon eine Menge Videos, man kennt eine Menge Videos von ihm. Zur Agro Berlin Zeit gab es eine Menge Sachen auch von ihm. Von Peter Fox einige Sachen sind auch von ihm, kann das sein? Ja, sehr viele große Videos. Also das wird ein dickes Ding, wa? Dickes B wird das. Ich bin froh, dass er es macht, Alter. Ich bin froh, dass meine Jungs von Universal das mit mir machen und dass wir alle an einem Strang ziehen und irgendwie was auf die Beine stellen. Aber selbst das hat schon diesen Hollywood-Swag auch für mich gehabt, dass ich irgendwie überlegen musste, will ich das? Ist es mein Film? Weißt du, ich habe mir schon sehr speziell den Song ausgesucht, zu dem ich ein fettes Video will. Da will ich das sehr. Du siehst ja echt, Alter, du bist ja auch mit mir unterwegs. Ja. Du siehst ja, ich mache das einfach. Ich bringe ein Album jetzt raus und
das, was kommt, beantworte ich. Das, was ich posten soll, ich mache es einfach. Und ja. ich gehe jetzt nicht irgendwie, rechne irgendwas vorher aus, Alter. Der Song heißt nur Mathematik. Glaub mir, ich sitze nicht zu Hause und rechne meine Karriere irgendwie mir vor und mache es dann. Ja, aber Mathe war es ja auch nicht so gut. Also. Ich war sehr schlecht in Mathe, Digga. Ich hatte eine 5 auf dem Zeugnis. Also ich weiß auch gar nicht, warum man das denkt. Ich sage in Mathe, auch wenn ich Mathe nicht verstehe. Der Song heißt nur so. Die Worte sind meine Zahlen, Digga. Ganz zum Leidwesen deiner Manager auch ein bisschen, ne? Dass du auch ein bisschen eigenen Kopf hast und so. Weil, was habe ich gesagt? Es gibt ja so ein... Warte, von mir, Thomas Stein, glaube ich, ewig her habe ich mal ein Buch gelesen oder zugeschickt bekommen bei hiphop.de, ne? Dann sollten wir eine Review schreiben und da war irgendwie, das Opening war, ich erinnere mich nicht mehr, ehrlich, das war, Thomas Stein sagte irgendwie, das Blöde an Musikern ist, dass sie kein Joghurt sind, der, sondern die geben auch Antworten genau. Und ihre eigene Meinung. Ja, auch eine Meinung. Kannst du leichter vermarkten. Genau, und, so. Ja. Und wenn man sagt, ey, Trip, Dicker, dieses Jahr ist Trap in, ja, mach bitte ein Trap-Album, sagst du nein, Dicker. Ja, so. Ist ja auch gut so, aber das ist halt auch, wie hat denn dein Manager, der bekannte Manager Neffi, der ja, ist ein A&R-Manager, ja. Also der Typ, sagen wir mal, der schon ein bisschen auch auf das Produkt Motrip achtet, ja, bei Universal. Also nicht der Manager, der für dich mit Universal handelt, sondern andersrum, bei Universal, vielleicht wenn das jetzt nicht jedem klar ist. Mit Max, in erster Linie sogar bei dem Album. Genau. Viel mehr Max, quasi ja. Nur Max. Aber guck mal, das sind, wie du gerade schon gesagt hast, Gott sei Dank, du hast mich gefragt, wie redest du mit dieser Universal? Das habe ich auch schon mal beantwortet. Ich rede nicht mit einem Haus, Bruder. Ja, nicht das man denkt ja, aber beim Maschine. Major denkt man ja. Sitzen, Bruder, ja. Ist wirklich sehr nette und ganz normale Menschen, Bruder. Gott sei Dank haben die in meinen Augen vielleicht auch nur meinen Film verstanden, weil die hören schon, glaube ich, auch Trap privat. Also ja, okay. Max hört nichts anderes. Aber. Okay. Die haben diesen Film, glaube ich, verstanden und wir ziehen da wirklich gemeinsam an einem Strang. Das ist gar nicht so Kopf gegen Kopf, wie man denkt. Haben die das Album direkt, also so wie es ist, genommen oder gibt es auch bei einem Mo Trip, der sein Handwerk versteht? Auch begleitet. Max kam ab und zu ins Studio, hat es gehört, hat von Anfang an gesehen, was passiert. Hat jetzt nicht gesagt, stopp, der läuft halt nicht, also dementsprechend muss es ihm wohl... Man muss dir ja vertrauen auch, man muss ja auch sagen, aber der weiß, wie es macht. Man muss schon noch dazu sagen, ich würde mir jetzt nicht komplett alles wegreden lassen, aber weil dafür bin ich, glaube ich, zu... Wie du gerade sagst, so. Nein, das hat nichts mit Stolz zu tun. Ich bin mir dazu sicher, was ich machen will. Dann wäre es gar nicht mehr meine Kunst, dann ist es ja jemand anders. Okay. Aber dennoch frage ich sehr gerne, ey, was findet ihr für diese Jacke, für dieses Video? Also ich frage schon gerne nach Rat, so ist es nicht. Aber das sind Menschen, die da sitzen, mit denen ich auf einer Wellenlänge auf jeden Fall in gewissermaßen bin. Und das ist da nicht, da gibt es gar nicht so viel Reibung, wie man denkt. So, wir ziehen Sachen zusammen durch. Das gilt auch für mein Management. Das ist mein richtiger Manager, von dem ich eben erzählt habe. Ja. Und der ist quasi extern von Universal. Wenn du so willst, macht man das damit nicht nur Universal aber kein Interessenkonflikt besteht. Aber ich will dir sagen, wir sitzen wirklich alle an einem Tisch und ziehen auch wirklich alle an einem Strang. Die sehen auch, dass ich nicht so der bin, der jetzt irgendwie unbedingt 7 Blocks machen will. Und die respektieren das sogar und unterstützen mich in dem Weg, dann nur Mucke zu machen oder so, weißt du? Das was ja auch gut klappt, aber worauf ich hinaus wollte ist, du hast ja ziemlich lange gebraucht für dein zweites Album, jetzt knapp 3 Jahre. Ich weiß, Produktion hat ein Jahr gedauert, 3 Jahre, das habe ich gelernt. Nein, aber was ich sagen will ist, wie reagiert ein Artist-in-Research-Typ, der auch abliefern muss, wenn sein Artist, den er ja gesagt geholt hat, in ihm vertraut, 3 Jahre kein Produkt zum Verkaufen gilt, weil im Endeffekt ist es ja ein Geschäft. Also, und also gab es auch mal Calls, wo man sagt, Dickerchen, Alter, Vertrauen läuft hier. Auf jeden. Es gab natürlich so eine Gespräche mal, ey, wie lange brauchst du oder was geht, wie ist dein Plan? Ja. Das war ja nicht gelogen, dass ich schon mal fast ein Album fertig hatte. Ich kam ja vor 1,5 Jahren schon mal dahin und hab gedacht, guck mal, ich hab ein bisschen Mucke. Aber Gott sei Dank waren wir alle nicht der Meinung, dass ich fertig bin. Und Gott sei Dank habe ich das hier noch gemacht. Aber lass mich dir die Wahrheit sagen, Dicker. Natürlich hätten die sich wahrscheinlich gefreut, wenn ein Jahr später gekommen wäre. Am liebsten jedes Jahr ein Ding. So, aber guck mal, Bruder. Ja. Wenn ich dieser Marketing-Mensch, dieser Business-Mensch wäre, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Ich schwör's dir, Bruder. Ich sag es auch gerne, weil das so ist, Bruder, ich bin einfach nur ein Künstler. Ich mache einfach nur diese eine Sache, die ich kann. Ich mache Rap, ich mache das meiner Meinung nach mit Hand und Fuß, also mache ich auch das. Wenn ich nur auf Marketing aus wäre und ehrlich gesagt, ich will keinem Kollegen ans Bein pissen, aber die Fans auch ein bisschen an der Nase herumführen würde oder nicht nur die, sondern nur auf Zahlen aus bin, dann hätte ich natürlich schnell nachgelegt irgendwas und ich schwöre, es wäre auch gelaufen. In deutschen Rap ist leider Quantität. Mehr ist mehr, nicht weniger ist mehr. Mehr ist mehr. Hier ist eigentlich egal, was du rausbringst, bring was raus, hab Gesprächsstoff und dann ist alles gut. Das ist mir schon bewusst und ich schwöre es dir, ich wollte das nicht künstlich so hinlenken. Ich sag immer diesen Vergleich bisschen so, wenn du dir eine Kamera kaufst und ein Fotobuch,
Digga, für deine Kinder in Zukunft vorbereitest, inshallah. Ja. Wenn da, die sollen irgendwann mal da durchblättern. Du kaufst dir auch keine Kamera, Digga, und schießt am Zoo, an der Kirmes und noch am Hotel und am Pool und am Meer überall Fotos am selben Tag. Digga, das passiert irgendwann. Dann machst du ein Foto, wenn du im Zoo bist, vom Foto und vom Zoo und so weiter. Digga, sowas muss entstehen, in meinen Augen. Das ist auch einfach entstanden und die Zeit muss man sich nehmen. Und ich sag dir, auch da hat die Rückendeckung von Neffi, Max, meinem Management und dem ganzen Haus. Ja, Universal. Ja. Nee, ich bin da voll bei dir. Ich wollte halt nur wissen, wie das ist. Halt, man kriegt man irgendwann Drohanrufe, so, Dicker, das geht nicht so. Nein. Also natürlich gibt es, also nicht Kontrollen, aber so, hey, wie sieht's aus? Update, genau. Es läuft alles so. Aber ich glaube, mehr freie Hand kann man nicht haben. Ich darf in das Studio, wo ich will. Ich kann arbeiten, mit wem ich will. Das ist einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Die kann man mittlerweile ausziehen, weil die Sonne... Ja, ich hab die jetzt auch rausgezogen. Scheint gar nicht mehr. Ja. Ich mach diese. Dann mach lieber diese teure Marke. Nee, das ist viel entspannter, als man denkt. Vielleicht sogar, das ist eher das Problem für manche, vielleicht zu entspannt. Vielleicht hätte mir einer die Ohren lang ziehen sollen. Ja, ich hab's dir ja auch persönlich gesagt. Ich hab dir ja auch gesagt, ich hab immer, also die Befürchtung, ich weiß, man weiß es ja nie, die Befürchtung, dass Fans heutzutage leider einen auch schnell vergessen, weil einfach so viel Output da ist. Weißt du was, Bruder, und ich schwöre, das kann man nicht aussprechen ohne so, das klingt so plump, Digga. Jeder Einzelne, der es aber nimmt und was davon hat, das freut mich, Bruder. Ob 15.000 andere jetzt sagen, ich will das nicht haben, es hat zu lange gedauert, ich schwöre auf Gott, das interessiert mich nicht, Digga. Dann habe ich Pech, also dann ist es so. Und ich werde es irgendwann spüren, dass ich meine Miete vielleicht schwerer zahlen kann, weil das alles nicht mehr läuft. Aber ich schwöre es dir, ich habe das wie früher behandelt. Bruder, ich saß früher zu Hause, hab einfach geschrieben. Ich schwöre, ich hätte niemals gedacht, dass wir hier sitzen, Alter. Ich hätte niemals gedacht, dass ich Mucke machen werde, Digga. Ich hab einfach geschrieben, wollte ein bisschen ein paar Tracks haben. Ja. So habe ich wieder versucht zu arbeiten. Ja. Arbeite für dich, Alter, mach dich glücklich, weil so hast du die Leute früher auch irgendwie bekommen. Ja. Ja. Wenn das läuft, danke, ich freue mich dann auch sehr, aber wenn es nicht läuft, wallah, kein Halsbruch oder Beinbruch. Guck mal, ich habe mehr gesehen, als ich gedacht hätte, jemals. Ich habe geile Touren gespielt. Es geht auch weiter. Es ist auch viel in den Startlöchern. Aber ey, ich mache nicht mein ganzes Leben davon abhängig. Ich bleibe ein glücklicher Mensch. Meine Musik bleibt auch gut, wenn sie nicht funktioniert. In meinen Augen. Und das ist kein Maß, mit dem man messen sollte, ehrlich gesagt. Da macht man sich nur verrückt. Das ist wieder diese Leistungssportsache. Digga, meine Kunst, ob sie schlecht oder gut ist, das ändert nicht, wie viele Leute das kaufen. Also es bleibt schlecht oder es bleibt gut, egal wie viele Leute es kaufen. Alter. Ja. Das ist ja, im Rap ist es ja ganz krass, was Charts angeht, ne? Ich habe schon oft mit Rappern darüber gesprochen, oftmals ist immer dieser Satz gefallen, ey, früher, wenn du gechartet bist, warst du der Boomer. Heute, wenn du nicht chartest, bist du der Boomer. Und dann auch noch, wie schnell und so. Ich kann mich auch gar nicht entsinnen, wann der Punkt war, wo das wichtig war und das mit Gold und so. Vielleicht mit Agro Berlin war das vielleicht. Ja. Die ersten, die so einmal mal so, wir haben eine Goldplatte und so, ihr fickt euch. Ich glaube, Bushido und so kam das, oder? Das kann schon sein. Wie auch immer, das ist ja, es ist schwierig, wenn man Verkaufszahlen, sagen wir mal so, nimmt, um eine Kunst zu bemessen sozusagen. Das ist ja immer so. Aber leider, selbst bei Picasso und Ausnahmekünstlern wie Picasso und so weiter, selbst da hat man das gemacht. Wenn er nicht gut verkauft hat oder nicht vernünftig verkauft hat, das ist ja... Bruder, da hat man erst den Hype um den Namen gemacht und dann wurde das teuer, oder vielleicht, nicht? Ja, der hat, der aber, hat doch nicht zu Lebzeiten voll krass Picasso verkauft. Picasso ist bekannt dafür, aber dass er ein ganz krasser Verkäufer war. Okay, sorry. Also neben seiner geniehaften Art, klar, aber es geht halt, also ich will da nicht mal immer sagen, pass auf, auch Van Gogh hat zu Lebzeiten fast nichts verkauft. Ich glaube, ein Bild an seinen Bruder oder so, der aus Mitleid, sein Bruder hat ihn, aber... Das will ich nicht sagen, dass der Künstler, aber die Manager im Nachhinein haben daraus einen Film gemacht oder Leute, die Bilder dann so... Er hat so viel weggemacht, er muss Film gut sein. Und so, bla. Letztendlich wird Kunst halt doch immer mit Verkauf gemessen, mal, weil das wollte ich eigentlich sagen. Gut muss man erstmal definieren. Natürlich ist etwas gut, wenn es 250.000 Mal verkauft wird. Egal wie scheiße das jetzt für dich klingt oder für mich persönlich an die Musik. Irgendwas daran muss gut gemacht worden sein. Ja, ich verstehe. Zumindest gut für die, die es gekauft haben, Dicker. Also das ist... Du musst das viel mehr, ehrlich gesagt, sehen, dass Leute für immer, wird das auch so bleiben, Sachen, die wir scheiße finden, werden andere super finden und umgekehrt. Ja. Du kannst eh nicht, also sonst würde irgendein Künstler hätte sonst schon 5 Milliarden verkauft, an alle Menschen nämlich, das gab es einfach noch nicht. Ich glaube, Eminem hat schon irgendwie eine Milliarde oder so, oder eine, glaube ich. Sei ihm gegönnt. So ein Diamant oder so. Wer eh noch scheiße findet, ist auch ein Cake, aber... Nee, aber ey, wenn du mich fragst nach meiner ehrlichen Meinung, lieber keine Charts, Alter. Du hörst nämlich Leute auf dem Schulhof nicht mehr sagen, er rappt besser, sondern er war auf 1, deiner war nur auf 2, meiner ist besser.
Das ist schade, Alter. Das, schade. Das ist traurig. Alter. Ich hab auch das Gefühl, Charts haben, ohne Charts würden viel mehr Leute viel mehr auch hören und sich auch trauen. Vielleicht ist der Druck da sehr hart, gerade Schulhofdruck und so. Kennst du nicht diese Leute in ihrem Auto, die haben Top 100 immer? Ja, die kaufen sich nur die Top 100. Die Charts machen ihre Musik. Die wissen gar nicht, was das ist und feiern es vielleicht nicht, aber hören es, weil andere es hören. Oder wenn man auf einen Geburtstag geht, man weiß kein Geschenk, man geht Saturn oder was, dann die Top 10 aus der Liste nimmt man was, weil es halt besser präsentiert ist und so. So etwas ist ja dauernd. Wir können uns nicht frei davon machen. Ich will auch in dieser Top 10 Regal stehen, Bruder. Das ist echt bitter. Du hast jetzt so schön gesagt, dass du dich davon nicht abhängig machst vom Verkauf und so. Ich wünsche dir alles Gute. Aber ich weiß ja, dass du bist ja einer der Leute, die sehr jung ins Game gekommen sind, fast gestolpert sind so. Du bist jetzt im Game und verdienst dein Geld, aber du hast ja fast keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Aber gibt es so einen Plan B eigentlich? Was, wenn Mo Tripp, der Künstler, morgen keine Platte mehr verkauft, was jetzt wirklich ein bisschen weit hergeholt ist? Boah, also zugegebenermaßen ist das irgendwie nicht so absehbar, dass es jetzt morgen so sein wird. Ich habe nie darüber nachgedacht. Dass ich so intensiv zumindest nicht. Also meine Gedankengänge sind meistens, okay, wir rocken das mit der Musik. Es gab viele Sachen, die ich hätte werden können. Ich weiß nicht, ob man mir das glaubt, von Arzt über Anwalt über Polizist hatte ich alle meine Phasen. So. Interessen auch, ja genau. Ja, schon. Anwalt war stark. Echt jetzt? Ich weiß nicht warum, nee, aber nicht Staatsanwalt, sondern schon einfach Rechtsanwalt für die Dudes da draußen einfach. Weil ich hatte immer das Gefühl, ich kann gut reden, so bei Lehrern, egal was ich gebrochen hatte, ich kam doch trotzdem ohne Nachsitzen weg. aber das waren so jugendliche Gedanken. Ehrlich gesagt ging das auch so früh dann mit der Mucke los. Mit 16 oder so? Ich wollte sehr schnell dann Mucke machen, so. Aber gute Frage. Also ich habe ohne eingebildet, Digga. Ich habe diese Fachabi, ich kann ein bisschen nachdenken. Ich könnte auch einen normalen Job ausfüllen. Ja. Also ich wäre mir auch nicht zu schade dafür. Ich wollte gerade sagen, da ist man ja sicher auch zu schade. Nein, Digga, ich habe in Lagern gestanden und Kartons gepackt. Ja gut, aber da war es nicht Mo Tripp, der... Doch, da habe ich schon, diese John Bello, Mambello war alles. Also doch, okay. Ich habe schon gearbeitet, definitiv. Ich habe noch Pizza gebacken. Da habe ich auf jeden Fall schon gerappt, Alter. Ja, das Ding ist ja... Ich habe nicht mal Pizza gebacken, sorry, ich habe nur gespürt, wo Pizza gebacken wurde. Aber da war schon gerappt, oder? Und Gott sei Dank, also ich bin sehr dankbar, dass ich das heute nicht muss. Ich halte das wie so ein Baby, dieses Privileg. Ich habe auch angefangen mit, es ist harte Arbeit, ich schwöre, mir tun die Beine weh, wenn ich nach Hause komme. Aber Bruder, ich bete nochmal und sage danke, dass mir die Beine wehtun von diesem Videodreh und nicht, dass ich auf der Baustelle stand und so. Ja, man meckert oft auf höchstem Niveau. So. Auch ich, und ich werde dann von Menschen... die mich wieder auf den Boden holen, wirklich auch manchmal daran erinnert. Digga, was für harte Dings, freu dich mal, Digga. Andere würden sich den Arm abschneiden, ey, um mit dir zu tauschen. Also ich beschwere mich auch manchmal, weil ich halt wirklich, du kennst mich, wirklich wie ein Hustler. Ich komme gerade an, 15-Stunden-Flug, Alter, ich mache Laptop aus, ich muss noch was schneiden. Weißt du, in Deutschland ist man sauer auf mich, weil das eine oder andere Interview nicht da ist, ich habe kein WLAN. Okay, ich laufe, aber manchmal beschwere ich mich auch über den Job, aber dann mache ich mir manchmal klar, dass ich mir denke, Digga, ich bin einfach gerade in Hollywood mit Mo Tripp. So, das hätte auch anders sein können. Ich hätte auch in so einem Büro sitzen können gerade, viel mehr verdienen können. Ja, ich habe einen Abschluss in der Uni. Aber trotzdem wäre ich wahrscheinlich nicht glücklicher, überhaupt nicht. Wir haben ja auch viele Gespräche. Fühlst du dich anders? Also, könntest du mehr? Hast du mehr Potenzial ohne Geschöpftes? Findest du? Fühlst du dich so? Ja, ich fühle mich oft so. Warum machst du nicht mehr jetzt, wenn ich... Ich mache ja voll viel, ja. Was machst du neben diesem Journalismus? Ist ja, okay, stopp. Machst du Unterhaltungssendung hier oder Journalismus, meinst du? Es ist im weitesten Sinne natürlich Journalismus. Es ist fast im weitesten Sinne Unterhaltung. Es ist beides irgendwo. Ich hätte jetzt gesagt beides. Nö, ich meine es gut. Ehrlich gesagt, ich hab mit dem Job nie angefangen, um Journalist zu sein oder Journalismus zu werden. Also der Toxi hat ja auch die Geschichte studiert und so. Wir haben fast dasselbe studiert, aber da hat es mehr drauf. Aber ich hab den Job angefangen, gerade hier was los, habe ich angefangen, komplett entertainmentmäßig. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass das journalistische Züge haben soll. Gar nicht. Aber der Toxic sagt immer zu mir, seine Meinung, er sagt immer, natürlich, das ist investigativer Journalismus, den du machst. Das hört sich ja so krass an, aber ich mache keinen Irakkrieg so, aber ich gehe die Sache anders an. So. Ja, du bist von einem anderen Blickwinkel. Ja, manchmal reise ich mit dir oder mit Zabasch bin ich gereist und so, aber dann, deswegen gucken sich viele deins auch an. Ich will das ja nicht kritisieren von den anderen. Wir sitzen jetzt hier auch witzigerweise. Ich wollte aber gerade sagen, bei den anderen, da sitzt du halt da nur und redest. Du läufst manchmal rum halt oder... Anders. Manche Leute mögen das eher trocken, manche Leute mögen den verrückten Ruse, so, keine Ahnung. Ein bisschen, weil du Kenneck bist, glaube ich. Meinst du so? Ein bisschen, ja. Ich glaube, das schwingt mit. Du bist,
Keine Best Ahnung. Of both worlds, denke ich mal. Ich verstehe die Kennex gut, aber den German verstehe ich auch gut, weil ich beide Wege gegangen bin. Kann ich bezeugen auch, dass du jetzt nicht der Assi-Kanacke. Danke. Ja, ja, normal. Aber verstehst du, glaub mir, das Spiel schwingt schon mit. Also da kommt viel zusammen bei dir und du bist eh, glaube ich, eher extrovertiert als introvertiert. Du bist sowieso. So ein Entertainer. Ja, das ist ja klar. Aber was ich mit der Potenzial-Ding meinte, ist, ich habe zu Ende studiert, ich habe einen Abschluss und so und manchmal kriege ich schon hier und da von Freunden oder Verwandten. Und dann sagen die, Dicker, aber aber ist cool und so, aber warum operierst du noch nicht und so? Oder das YouTube-Ding und so, die feiern auch und so, die haben auch Internet und so überall. Ob meine Verwandten in Australien, in Amerika, in Spanien. Die gucken das und so, sehen das? Klar, und die verstehen kein Wort, aber die wissen halt, die meisten verstehen, kennen mich und persönlich und so. Und dann feiern die das. Ich habe auch entfernte Cousins, die ich gar nicht persönlich getroffen habe, noch nie, aber dann schreiben wir bei Facebook und so. Ja. Ist cool alles, aber. Es ist am Ende des Tages wie Rap. Es ist, so wie Rap nicht akzeptiert wird als Kunst, ist YouTube-Game und Interviews und so, ist noch nicht so das Ding. Wobei, wenn ich jetzt einen Irakkrieg für RTL machen würde, und dann, okay, das ist ein Job. Bruder, so. Hand aufs Herz, Alter. Du willst jetzt auch nicht, was wir hier machen, ist natürlich auch nicht dasselbe wie im Irak auf dem Schlachtfeld zu stehen, Alter. Und, Hand aufs Herz, bitte nicht falsch, Alter. Dann würde ich auch sagen, okay, Alter, krasser Typ. Sag ich ja, es ist aber... Aber es ist ja immer auch eine andere Sache. Es ist eine ganz andere Geschichte. Natürlich. Also ich messe mich ja nicht mit denen oder so. Und ich finde, steht auf einem anderen Blatt. Ja, du misst dich ja jetzt auch nicht mit Sarah Connor, die Sängerin, Verkaufszahlen. Wobei sie Muttersprache gemacht hat, wallah, ich wollte auch diese Titel haben. Muttersprache? Aber zum Glück, ich habe vor ihr, bevor ich das wusste, schon zurückgezogen. Und dann sehe ich das eine Woche später, richtig krass. Muttersprache. Aber ich finde, Mama ist schon das Beste. Nach Embryo ist schon das Beste. Ich kenne ja mittlerweile deine ganzen Hintergedanken zu dem Album. Du hast uns doch Hammer gesagt, Bruder, mit vorher, die scheißen auf Mama in diesem Sinne, wo die hier Müll rumschmeißen und so, weißt du? Weil das war auf jeden Fall eine Ebene, die ich gesehen habe. Das war auch der erste Gedankengang. Ich wollte so einen Song machen mit, es tut mir leid, deine Söhne haben Streit, Krieg und so, weißt du? Und das war, hast schön gesagt, Bruce. Danke. Jetzt haben wir uns ja hier eine halbe Stunde lang beide so Lobhudelei hier, haben uns gegenseitig so die Eier massiert. Aber jetzt kommen wir zu den harten Fragen des Lebens. Jetzt kommt. Warte, ich mach mal ganz kurz, guck, ob alles gut ist. Nur zu uns. Die harten Fragen des Lebens sind eigentlich gar nicht so eine harte. Ich hätte jetzt mal gerne gewusst von dir, muss der geneigte muss er nochmal 3 Jahre warten? Oder hast du gerade, bist du voller Tatenzwang? Hast du Energie? Oder sagst du, Künstler wie ich bin, kann ich es dir gar nicht sagen? Weißt du so? Also Bruder, wenn ich sage, habe ich dir schön was vorgelegt. Ja. Nein, aber wenn ich sage, ich bin ein Künstler, dann ist das auf keinen Fall so Kanye-Voice. Aber ich weiß, was du meinst. Oder das ist wirklich meine Berufung. Ich kann mir auch gar nicht aussuchen. Ich kann nicht so gut, wie ich das kann, ehrlich gesagt. Das ist mein... daher kommt Kunst und Können. Also mehr also meine ich damit auch nicht. Kanye-Voice. Nein, ich weiß komplett, was du meinst. Aber Kanye ist doch der Verkäufer schlechthin. Ja. Noch viel mehr als der Künstler ist er ein Verkäufer. Ja, ich kann auf keinen Fall versprechen, dass es in 6 Monaten jetzt ein Album gibt, aber es wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich nicht nochmal so lange dauern. Also unabhängig von diesen privaten Sachen, die bei mir waren, die mich ein bisschen so eingeengt haben und wo ich mich zurückgezogen habe und wo wirklich auch meine Mutter mir gesagt hat, komm Junge, wir haben uns alle lieb, geh da raus, alles ist wieder gut. Unabhängig davon habe ich ja wirklich auch viel mit und für andere gearbeitet und ich schwöre, ich rede nicht von Ghostwriting. Ich meine wirklich Features, Rumreisen, Tour mit Echo, wir haben viel gemacht. Ich würde das alles nicht mehr machen, bevor ich mein Album fertig habe. Ich würde erst meine Arbeit machen und dann kannst du für mich wieder auch Digga, mit anderen. Du hast so viele Eindrücke gehabt, du wusstest gar nicht, ich verstehe das. Bruder, aber weil ich wirklich ein Fan bin, weil ich Bock hatte, weil ich das sehen will, weil ich da raus wollte, Bruder, weil das einfach echt ist, was soll ich dir sagen? Weil ich nicht zu Hause sitzen wollte und mein Album machen wollte, während ich aber eigentlich gerne mit den anderen, da kamen Feature-Anfragen, ich sage, komm, fahren wir hin, geil, einen Tag mit Sammy im Studio oder einen Song machen, fahren wir. So, das war einfach intuitiv und es kam echt viel zusammen, wie ich dir gerade schon gesagt habe. Privat oder Tour, Alben, viel, dann das verworfene Album, was soll ich dir sagen? Ich habe mir vorher auch nicht gedacht, warte 3 Jahre, mach Mysterium. Ja. Es ist klar. Es wird hoffentlich nicht nochmal so lange dauern, aber auch nicht in 6 Monaten, das sage ich jetzt. Also, das ist schon mal auf jeden Fall gut, wenn das nicht so lange dauert. Aber wie ist das denn für dich? Ich kann mir so ein bisschen die Antwort schon vorstellen, weil du so vom Typ nicht so bist, aber kann man sich vielleicht als junger Künstler
darauf freuen, dass Mojip vielleicht mal demnächst auch mal irgendwann nach der Universal-Zeit, wie viele deiner Kollegen das machen, auch mal dann Independent macht, also ein eigenes Label startet, vielleicht weiterhin Dual Universal, aber ein Label startet und dann auch mal außer Joker auch mal Newcomer rausbringst und supportest, weil du hast ein gutes Ohr für Rap, ist ja klar. Und so weiter und so weiter. Also, dass es mal irgendwann auf eigener Plattform dann mal einen Mojip gibt. Ich sag dir, wie es ist. Deine Brille ist jetzt kaputt. Oh, war das meine? Ja. Wo war sie denn überhaupt? Ich hab das Gefühl, ich hab deine, so weißt du, aber... Bitte leg jetzt meine. Nein, ich tue sie beide hier rein. Das ist wegen dem scheiß Wind hier. Die Antwort auf, ob du independent, ob du ein eigenes Label gründen würdest halt, ne? Ob du halt angehen würdest, hey, schick mir Demos mal ein eigenes Label. Keine Ahnung, viele deiner Kollegen haben das ja gemacht halt, obwohl sie halt trotzdem Major waren und so. Wollte ich gerade sagen, also erstens, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann auch beim Major trotzdem Leute um mich rum quasi. Haft macht das ja so zum Beispiel. So sieht's aus. Ist ja auch bei dir Universal und absolut. Trotzdem... Finde ich auch schön, dass er das macht. A, hat er was davon, B, gibt er Perspektiven. Ja. Oh, wirst du gleich auch stormen von diesem Gas? Ja, ab und zu kommt so ein Gasstoß raus. Ne? Ich habe schon zweimal so gerülpst davon. Ich bin schon besoffen davon. Wie gesagt, das schließt sich erstens nicht aus. Und zweitens, wie ich dir schon gesagt habe, Bruder, ich mache da nicht so einen Unterschied. Ich sitze da nicht mit Universal am Tisch, sondern ich sitze mit meinen Jungs. Die würden auch, ich hätte auch bei einem kleinen Label, hätte ich meine Jungs, mit denen ich reden würde. Bruder, ich habe unabhängig von meinem Vertrag einen Handschlag, Bruder, wo jemand und ich uns in die Augen geguckt haben und gesagt haben, solange wir möchten, arbeiten wir miteinander und ich werde einen Teufel tun und den Leuten, die an mich geglaubt haben, einfach so grundlos den Rücken kehren. Ach nee, darum geht es ja gar nicht. Es ging jetzt eher darum, siehst du dich in ein paar Jahren auch mal als Labelinhaber so, Aslax? Oder bist du eher nicht der Typ? Doch, wenn ich ehrlich bin, schon. Aber nicht jetzt aus, ich bin so organisiert und habe so Lust, ein Label zu leiten. Ich schwöre, ich will so gern auch zurücksupporten. Ich will so gern Talent schmieden und fördern. Gutes Team. Du und Joker seid schon so ein Team. Ich habe ja das Gefühl, also das haben mich auch Fans die ganze Zeit gefragt. Wir machen gleich noch ein Fanfragen-Ding. Das haben mir auch Fans dauernd geschrieben. Würden die sich Demos anhören? Würden die wen signen und so? Kann es ja nicht sein, aber darum. Also, ich habe eine eigene Edition in meinem Verlag, also ich kann natürlich auch so ein bisschen, paar Sachen kann ich schon machen und ich muss dir sagen, Bruder, das ist keine falsche Bescheidenheit, ich sehe Joker absolut auf Augenhöhe. Ja. Er ist noch der hidden weitere Manager und am nächsten an mir dran. Pro Homo, Digga, ich liebe ihn. Bisschen Homo muss immer. Ist der Beste, Digga. Und ich sehe uns auf Augenhöhe, ich bringe ihn nicht raus. Aber natürlich ist uns bewusst, okay, das Album lief jetzt so gut, komm, wir machen jetzt noch mehr zusammen. So. Wir ziehen das ganze Ding zusammen durch. Klar, aber ich habe schon den Wunsch, ich habe noch viel Talent um mich rum, ehrlich gesagt. Ich will jetzt niemanden unter Druck setzen, deswegen nenne ich jetzt gar nichts, aber ich habe wirklich viel Talent um mich rum. Glaube auch ich würde einen guten A&R geben, glaube ich. Ich habe auch ein Ohr für Talent, finde ich, und auch für Verborgenes, nicht sofort Sichtbares. Okay. Ich glaube, ich könnte einigen Leuten, was das angeht, helfen. Das wäre übrigens auch eine Perspektive für mich, ehrlich gesagt. Genau. Ich kann mir schon auch vorstellen, irgendwann im Lager zu stehen, so ist es nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, in der Musikbranche beratend Leuten zu helfen. Ja. Ja. Das ist jetzt aber mehr Armee, Dicker. Der kommt aus Irak gerade. Das ist der Armische. Oder die bringen das Öl aus Iran gerade dahin irgendwo. Auf jeden Fall genug Anti-Witze. Ding ist, was ich interessant finde, das habe ich dem Erfan mal gesagt. Für Leute, die nicht wissen, Erfan ist im Hip-Hop-Business unterwegs. Er ist unter anderem Manager von Hafti. Ja. Ich habe mal mit ihm unterhalten und ich habe ihm mal gesagt, jetzt vielleicht korrigiere mich mal, ob ich vielleicht richtig lag. Ich habe immer zu ihm gesagt, er wäre der einzige Manager in diesem Game, den ich kenne, der selber jahrelang im Rap-Game oder im Hip-Hop-Game unterwegs ist. Ich habe nämlich das Gefühl, oder wenn wir das Spiel etwas weiter lenken auf A&Rs, es gibt in Deutschland kaum einen A&R, oder den ich jetzt kenne, der aus dem Rap selber kommt, der mal wie du früher erfolgreich Platten verkauft hat und jetzt A&R ist. Das Game gibt's noch gar nicht. Also, weißt du, wie ich das meine? Ich würde gerne der Erste irgendwann werden in 20 Jahren. Also das wäre echt ein richtig geiler Job, glaube ich. Ich sehe es nämlich bei meinen A&Rs, was ihr Job ist. Ich feiere das. Ja. Und mit Max habe ich ja einen, Dicker. Genau, hätte ich jetzt noch fast gesagt. Max stimmt, der hat ja auch mal eine Zeit lang was gemacht. Aber tatsächlich hat noch keiner, also ich will Max nicht zu nahe treten, aber keiner hat
Jetzt Gold verkauft zweimal wie Bushido. Ja, ja. Wenn jetzt Bushido morgen bei Universal anfänge, dann wäre das Game so mal wie Jay-Z oder so, der jetzt auf einmal auch A&R bei Def Jam macht, Rihanna das klar macht, das. Kommt bestimmt noch, oder? Natürlich, natürlich. Also, aber wenn Sido das nicht irgendwann in. Ich wollte gerade sagen, ja. Sido, der macht der nicht auch mal, schiebt der nicht mal ein Info an, ne? Für manchmal rüber so, ey Dicker, du musst dieses sein. Doch, kann ich mir vorstellen. Also selbst ich rede ab und zu, also ich werde nicht gefragt, ja. Soll ich den sein, um Gottes Willen. Klar. Aber man kriegt das schon mit, wie ich frage, wie findest du den Song, fragt, ey, wie findest du den Künstler, ich überlege mir, da gibt es schon einen Austausch. Und ich könnte mir bei Sido das richtig gut vorstellen. Ich wette, aber der macht so schade, dass es das noch lange nicht, noch so lange noch gar nicht gibt. Man nimmt immer A&Rs, die vielleicht sich mit Zahlen auskennen oder mit das und das, keine Ahnung, was jetzt die Expertise ist. Aber Bruder, Expertise das gibt's schon. Das gibt's schon. Sag mal, Sido macht das doch, Bruder. Für sein eigenes Label meinst du? An sich. Nur nicht bei einem anderen Label. Er macht das für die. Er macht bei Erst guter Junge, doch nein, wenn du so willst. Das ist ja klar. So gesehen macht es ja auch Haft und Farid macht das ja. Wobei ich glaube, die haben dann noch jemanden beratend hinter sich, oder? Ich glaube, bei Farid hört man doch mal von Ralle. Ja, Ralle ist ja da, aber ich denke mal, dass sie das zusammen entscheiden. Ja, aber ich glaube, weil es mit Erfan vielleicht. Einfach so der A&R. Er sagt, ja, nein, wir machen das. Das stimmt. Ja. Aber ein Bushido-Typ oder so, ein Typ, der mehrere Platten verkauft hat, Gold, dies, das, der jetzt, oder Kollege, stell dir vor, Kollege an so einem Desk von aber Universal, das meine ich, jetzt nicht Indie. So wie halt Jay-Z gemacht hat. Bei Dingens halt, Beispiel Def Jam. Das ist ein paar Jahre gemacht, obwohl er Rockefeller gemacht aber hat. Aber nur gut rappen zu können, also ich will das Kollege nicht sagen. Ich glaube, man muss mehr als gut rappen können, um das zu machen. Also man muss nicht nur gut rappen können. Man muss das Auge dafür haben, ne? Das wird der jetzt haben, um Gottes Willen. Ich meine nicht Kollege nur, aber ich glaube, man muss der Typ dafür sein. Du musst nicht unbedingt vor die Kamera wollen, erstens schon mal ganz wichtig. Und da bin ich ehrlich gesagt eher der Typ. Ich wäre am liebsten immer hinter der Kamera, immer. Ach echt? Ja, Digga. Also ich bin nicht auch als Rampensau geboren, Digga. Ich habe nicht angefangen zu rappen, um vor die Kamera zu treten, auf jeden Fall. Nicht. Aber hast du dir nicht gedacht, wenn angefangen zu rappen und ein paar Mädels und ein paar coole Leute cheeren, so ey, cool und so. Das ja, aber mal Videodreh, das ist diese cool. Aber diese Reden und Interviews und so. Du weißt, wir hassen das alle, wir Rapper. Ja, Videodrehs ist cool, Digga. Das hat mal, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Ich glaube, Bushido hat gesagt, am liebsten würde er gar keine Videos drehen. Ich glaube, als er mir das gesagt hat, das ist schon 2 Jahre her. Und jetzt hat er ja für das neue Album gar kein Video mehr gedreht. Er meinte, ich hasse Videodrehen und so. Aber ich habe damals immer gedacht, aber Videodreh ist so das Coolste so. Digga, aber ist es wirklich dann? Ist es auf und Arbeit? Krasse, Digga. Aber ich finde, mit Videos hinterlässt du irgendwie was Sichtbares. Er hat schon die krassesten Videos. So. Er hat, glaube ich, schon Echos gewonnen für Videos. Ja, klar. Ja, was willst du da noch Videos drehen? Willst du dich dann nochmal von der Mauer stellen? Aber ehrlich gesagt, gibt es da kein Limit. Er könnte einfach noch einen draufsetzen machen. Aber kostet halt auch sehr viel Geld, muss man irgendwann wissen, ob sich das rentiert. Und man muss auch Bock haben, weil Videodrehen, man denkt immer, ist cool, aber meistens ist es mit Warten. Immer warten. Anstrengend, damit nochmal kurz, dann wieder warten. Der Rapper rappt dann wenigstens jede halbe Stunde noch. Die Crew, die du dabei hast, oder die warten den ganzen Tag nur. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres. Das mal zu Video, also alle, die anfangen wollen. Video ist schon cool. Die Resonanzen sind aber cool. Also darum geht es ja auch immer. Das hast du ja nicht falsch verstehen. Also Videos hinterlassen oder herstellen ist das Schönste. Darüber freue ich mich immer am meisten. Wenn ich so einem geilen Song von mir ein geiles Video kriege, dann bin ich einfach nur glücklich. Ich glaube, ich oder Savage, bin mir nicht mehr sicher. Ich oder Toxic haben mal Savage gefragt. Bin mir nicht mehr sicher, wer von uns das gemacht hat, schon lange her. Was denn? Also dieses Video und Track. Ob er sich irgendeinen Track aus dem Amerikanischen oder auch aus dem Deutschen, egal, wo der sagt, da hat das Video mir den Track kaputt gemacht. Kennst du da was? Boah, ich muss kurz jetzt überlegen, ob mir ein Beispiel einfällt, aber ich kenne das. Andersrum, gut gemacht. Wo du sagst, ein Track habe ich nicht so gefeiert, dann Video, dann auf einmal, fühle ich. Also Bruder, das passiert definitiv. Unser Gehirn macht das. Du hast dann mehr Sachen auf jeden Fall. Du hast dann mehr Sachen, die entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Wenn du nur das Lied hörst und Glück hast, wenn es gut ist, dann findest du es gut. Wenn manchmal ist das Video so nice, dass es das Video, Lied mitzieht. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Aber fällt mir eins ein, lass mal überlegen, Alter. Was war nicer Song, aber richtig scheiß Video, Alter. Ah, mir fällt eins ein, aber es war jetzt nicht richtig scheiße. Aber hier das Intro von Jay-Z vom letzten Album mit Justin Timberlake. Ich liebe das Lied und fand das Video nicht so krass. Das haben viele gesagt, das war bei mir auch so. Das Video war so 2001 Deutschrap. So. Das hat mich gar nicht geturnt. Ich habe mir das doch nur einmal angeguckt, um es gesehen zu haben. Auch tatsächlich. Aber ich habe den Track die ganze Zeit am Laufen gehabt. Und ich mag das Rap God Video nicht von Eminem.
bei Epcot. Schrecklich. Das geht mir auch so. Ja. Das ist schrecklich. Aber ich fand den Track auch nicht so gut. Also technisch und so, da bist du vielleicht Rapper mehr und ich war da mehr so Consumer und hab mir so gedacht, es hat mich so mehr genervt. So. Das ist so ein bisschen nervig. Ich muss aber dann auch zugeben, ich guck mir das Video einfach nicht an. Ich lass mir den Song jetzt nicht davon kaputt machen. Ich hab den Song auf locker noch 10 Mal gehört danach. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Aber gibt's, hast du recht. Und welcher Track hat dir vielleicht nicht so, am Anfang ist nicht so in Ohr gegangen, aber dann, als du das Video gesehen hast, danach hat's wirklich geknallt? Wenn du das jetzt auswendig weißt. Mir liegen ein paar Sachen quasi auf der Zunge, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt ein Video. Ich grüße Roberto aus Berlin. Tut mir leid, Schatz. Der Werder hat so einen Song, der ist so, glaube ich, Man of the Year. Not me girls everywhere. Kennst du das? Das wer? ASAP, irgendwer, ich weiß gar nicht, wer das ist. Okay, ja. Vielleicht auch keiner von diesen ASAP. So eine neuartige Musik. Ich bin nicht so ganz der, ich weiß nicht, wer das ist, aber die Leute da draußen werden es wahrscheinlich kennen. Ey, und das ist nur Ärsche, Alter, aber richtig krasse. Und das Video läuft dann einmal am Tag bei Roberto. Keiner will das Lied hören, alle wollen dieses Video sehen. Tatsächlich gibt es das. Ich glaube, da ist Sex Sells. Ich glaube, mit ein paar Frauen kriegst du Leute dazu, trotzdem ein Video zu gucken, wahrscheinlich. Krass. Ich finde krass, ja, aber dieses Videogame, ich muss sagen, andersrum weiß ich es gar nicht, aber ich weiß ganz genau, als ich aufgewachsen bin, so mit Pac oder Wu-Tang und sowas, was ich alles gehört habe, da kannte ich die Videos alle gar nicht. Und es gab ja nur einen Sender und wenn, dann hat er das manchmal. Und ich weiß noch, als ich irgendwann in den letzten Jahren habe ich mal so einen Flash gekriegt und habe auf YouTube alles aus der Kindheit mal mir die Videos angeguckt, weil das gibt tatsächlich. Und schrecklich, oder? Nee, ich war einfach gar nicht so. Das ist wie Buch lesen und dann Game of Thrones gucken und Buch gelesen haben oder so. Mhm. Du hast dir eigene Bilder gemacht über die Jahre. Und das passt mal. Und das passt gar nicht. Ja, das stimmt. Und ich habe irgendwie so, das war so. Zum Beispiel, mein großes Ding so, früher habe ich immer Ice-T gehört mit Bodycount, wenn ihr das kennt, Bodycount. Und ich habe nie ein Video dazu gesehen. Ist das Video dann nochmal? Ich kenne es, aber ich... Nee, Bodycount war die Crew von Ice-T. Also das weiß ich nicht, ob du das kennst. Ice-T hat gerappt die ganze Zeit. Dann hat er irgendwann so eine Art Heavy-Metal-Band gemacht. Die hießen dann Bodycount. Mhm. Und davon habe ich 2-3 Alben gehabt. Und meine ich. Und das war auch mehr Gitarren-Shit. Und er hat mehr geschautet, nicht gerappt. Und die Videos davon haben mich ein bisschen enttäuscht. Weil es war auch teilweise so, ich meine gut, ich sehe es mit dem anderen Auge jetzt, ne? Ich bin auch schon erwachsen geworden, aber damals waren wir Kids, vielleicht hätten wir das damals geflasht. Ich würde die voll gerne mal nochmal sehen, die alten Videos, weil bei Bud Spencer Filmen und so ist mir auch aufgefallen. Ich habe die da mal geguckt, ich dachte, ich habe das richtig geliebt, was war los mit mir, das ist richtig schlecht produziert. Was ist denn hier mit dem Kohlen? Kennst du das? Nee. Was ist denn mit den Kohlen? Da gibt es einen YouTube-Ausschnitt von Best-of-Sprüche von ihm. Oh, weiß ich nicht, Alter. Aber ich habe viele Filme von ihm geguckt in der Kindheit und da war das so. Da war man im Nachhinein nochmal, was war das überhaupt? Aber ich bin kurz davor, den Faden zu verlieren. Wie kam überhaupt... Ja, beste Tracks, wo ein Track ein Video rettet oder andersrum halt. Ne? Wo ein Video einen ganz miesen Track noch retten kann. So. Ja, gibt's auf jeden Fall. Ich glaube zum Beispiel... Sollte man sich das sparen, finde ich. Manche Albumtracks sollten Albumtracks bleiben. Albumtracks bleiben, weil... Ich sag dir aber eine Sache, kennst du diesen, oder kennt man ja, jeder Mensch kennt, glaube ich, Gangnam Style. Ja. Gangnam Style. Ich glaube, der Track alleine hätte nichts gerissen, nichts. Aber viel vom Tanz. Es war viel von diesem, er macht so, er ist ein, da hätte ich den Track gar nicht... Nein, da ging beides runter wie Meinst Öl. Du, ich habe den Track, egal, okay, ich habe auch nie gefühlt. Gehört. Ich konnte ihn nicht mehr vergessen. Okay. Ich hatte einen Freund, er sieht aus wie dieser Style, deswegen wir haben immer, also wir hatten direkt den Zugang. Ich habe es halt gar nicht gefühlt. Es war direkt drin. Okay, den hatte ich halt gar nicht. Das ist für mich etwas... Chicken Dance oder was gibt's da alle? Das hat mich gar nicht interessiert, ehrlich gesagt, wie der Tanz. Ich bin aber auch gar nicht so der Dance-Typ und so. Ich kann auch nicht tanzen, muss man sagen. Ich kann nicht. Eher im Club abhängen und ein bisschen so gucken. Leider, ich mag die nicht, die in der Ecke stehen und böse gucken, aber ich war einer von denen, weil ich nie tanzen konnte, Bruder. Ich glaube, die meisten von denen gucken so böse, weil sie nicht tanzen können, Alter, wie ich. Wir stehen an der Ecke und sind eigentlich nur eifersüchtig auf die, die tanzen können. Das ist so ein bisschen wie früher bei mir. Ich kann ja nicht schwimmen, habe ich dir erzählt. Ich kann ja tatsächlich nicht schwimmen. Hast du nicht erzählt. Warum? Habe ich dir nicht erzählt auf dem Weg? So früher. Nee. Nee, ich kann nicht, wirklich, ich kann 5 Minuten danach, das war's. Achso, du hast keine Kondition. Null, ich kann mich nicht schwimmen. Dann. Ja, so, wenn das Schwimmen ist, Hundekraulen, sagt mein Bruder immer. Bring dir das morgen bei, Digga, am Pool, ich schwör's, was ist los mit dir? Ja, okay, aber ey, pass auf, was ich sagen wollte, ist, das ist wie Ecke stehen, bei mir war immer vom Dreier springen, aber kurz reinkommen, direkt zum Ratten, dann, was ist los, Ahmed, was ist los? Aber du kommst sofort ohne Atem, Bruder. Aber dann direkt wieder cool. Was ist los? Und dann auf dem Dreier mal Gasse, auf dem Fünfer mal Gasse. Habibi. Und dann, boom, auf Bauch, egal. Und Schmerz. Hochkommen, Haare, den hier. Ja, das stimmt. Was geht, Julia? Ich bin am Start. So, weißt du, den hier.
So, das ist menschlich, Alter. Das ist Kenneck-Tum, Bruder. Kenneckisch, das stimmt. Übrigens, jetzt, pass auf, wo die Sonne untergegangen ist. Hast du dieses Skyline vorhin wahrgenommen? Ja, Mann. Also, stand im Nebel ein bisschen. Ja, jetzt ist das Nebel ein bisschen weg. Guck mal, mies, Alter. Du kannst in jede Richtung gucken, du bist von Hochhäusern umgeben. Okay, außer jetzt hinter uns, aber... Ja, aber das sind ja die Hills, aber... Warst du downtown? Hast du was gesehen? Du hast mir von Downtown erzählt, ich war ja nicht da. Ich soll ja auch nicht dahin, hast du gesagt, oder? Also wenn du kein Auto hast, ehrlich gesagt nicht, weil, sorry Bruder, es gibt keine Mülleimer. Ich frage Max, warum gibt es hier keine Mülleimer? Ich will Apfel wegschmeißen, gibt's nicht. Er sagt, guck dich mal um. Siehst du Fußgänger? Ja. Ich sehe nur Autos und Walla, die zu Fuß gehen, sind Penner, Bruder. Ja. 9 von 10, ich schwör's dir, Bruder. Also, ja, deswegen musst du echt nicht hin. Und wer mit Auto? Und 8 von diesen 9 sind dann schon irre. Den fehlt irgendwie diese Zuneigung, die reden mit sich selbst und you know me, man. Und einer stand da und er winkt einfach die Autos durch. Es ist schon seit 100 Jahren scheinbar nicht mehr sein Job, aber er so, komm durch. So, das ist auch Herm, Alter. Heftig. Aber da sind auf jeden Fall die Hochhäuser, wollte ich sagen. Da sieht es so aus, wie man sich diese L.A. vorstellt, wenn man herkommt. Hoch, Skyscraper und dieses Scheiß, weißt du? Skyscrapers. Hör mal, mir ist auch ein bisschen kalt geworden, die auch, ne? Ja. Obwohl es eigentlich warm sein sollte. Sollen wir durch die Sonne ein bisschen Sollen wir entweder Sonne oder da machen wir Fanfragen, machen wir ein bisschen zu Fuß, ey. Das ist cool, ja, das machen wir. Let's go. Yo, Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Direkt aus Hollywood. Eine was los mit Mo Trip. Es hat wirklich Spaß gemacht. Freunde, es kommt am Samstag noch aus Hollywood direkt Fanfragen. Da laufen wir über den Boulevard und so und ich stelle Ihnen eure ganzen Fragen. Checkt das auf jeden Fall ab. Es kommen auch noch ein paar andere Vlogs aus Amerika, ihr wisst es ja. Aber jetzt seid ihr dran. Mo Trip, Mama, das Album steht kurz vor der Tür. Habt ihr es euch bestellt? Ist das was für euch? Habt ihr Mo vermisst? Ja? Schreibt mir das in die Kommentare. Dealer, das Video ist ja jetzt raus. Ich meine, in der Was-Los-Sendung haben wir ja darüber gesprochen, dass ich das nicht sagen durfte. Aber ich wusste ja schon. Und wie findet ihr das Video? Also ich finde es richtig gelungen, aber schaut mal auf alles, der Track, das ist richtig Hip-Hop. Ja, es gab ja auch Props von Azad. Jetzt gerade vor einer Stunde bin ich in Amsterdam gelandet, habe ich es gelesen. Mo Trip macht auf jeden Fall geile Rap-Mucke und es wird auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie dieses Album abgeht und ich bin auch gespannt auf die Zukunft von Mo Trip, wo er vielleicht in 5, 6, 7 Jahren in dieser Szene sein wird. Mich auf jeden Fall gefreut, ihn zu begleiten. Noch einmal an dieser Stelle, ihr wisst, Freunde, vergesst nicht, Samstag kommen die Fanfragen. So, Freunde, auch witzig, muss euch das mal eben zeigen. Ich bin nämlich kurz vor meiner Haustür. Ich fliege nämlich jetzt nach Barcelona weiter. Ich muss nur kurz Klamotten wechseln. Witzig, gestern war ich in Hollywood vor so einem überdimensionalen Jurassic World Plakat. Ihr habt es ja gesehen. Und jetzt voll so tiny und mini vor meiner Haustür. Ja, es ist schon alles viel kleiner hier normal. Freunde, ich bin wirklich voll im Arsch. San Francisco Flug nach Amsterdam war richtig Chaos. Im Flugzeug habe ich gereiert in dieser Reierbox da, weil kalt, warm, dies, das. Ich habe es in einem Vlog, erzähle ich das alles nochmal. Ich will euch jetzt nicht lange voll labern. Gangzeichen wie immer, das ist eine Hip-Hop-Sendung. Abonniert uns hier bei hiphop.de. Ne, damit ihr die nächsten Folgen mitbekommt, abonniert mich bei Roos World, damit ihr die ganzen Vlogs aus Las Vegas mitbekommt. Von hier aus schöne Grüße natürlich am Mo Trip. Ja, und ich würde sagen, Freunde, danke wie immer fürs Zuschauen und danke für diese Loyalität. Ihr wisst schon, Illuminaten halten zusammen.